Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Conan Exiles. Island of Siptah mit mir, dem Michael Cooper und natürlich mit dem Mark Bunny. Hallöchen, Popöchen. Und natürlich mit dem TH. Und dem Sir Maxter. Hallo. Und unseren Clan jetzt auch beigetreten ist als Loot-Lehrling bei dem Mark Bundy der Mini-Grinch, die Bibi. Einen wunderschönen guten Abend. So. So läuft alles. Wir sind live. Aufnahme läuft auch. Das sieht doch gut aus. So. Die TH? Ja. Kannst du dir den mal mitnehmen und oben nicht einkleiden? Er hat bloß Reste an. Der hat bloß Reste an. Ja, das lag rum. So. Nee, jo, da nimmst du die Rüstung von dem Sackträger Altes hier. Sackträger Altes? Der Sackträger Altes. So, ich hab schon mal ein bisschen hier unsere Festung angefangen auszubauen. Dass das auch mal hier was wird. Langsam, aber sicher. Die Bibi soll nämlich auch unser Kanonier werden, ne? Da müssen wir dann nämlich noch ein paar Katapulte hinsetzen, dass ich schon mal üben kann. Das ist nämlich unser großer Racheplan, ne? Ist jetzt Bibi auch mit involviert. Jetzt lass mich schon. Ey, was ist denn das für ein Vogel hier? Jetzt geh weg. Ich hab Pfeile und ich schrecke nicht davor zurück, sie zu benutzen. So. Ja. Ich bin spitz. Angst ist in meinem Stachel und Angst ist in meinem Flügel. Angst vor Mischgemüse. So. Los, schwing der Hof da, fettes Nashorn. Und was machen wir damit? Tun wir als Zielopfer hin und her vor eurer Base oder was? Genau. Genau, so, genau, ja. Ihr haltet euch eine Scheibe über den Kopf und dann ziehen wir. Genau. Zielübung für Anfänger oder was? Ja. Genau. Am besten tun wir uns noch überlasten, dass man nicht schnell oben. Habt ihr zugenommen? Zeiten haben wir ein fettes Nashorn damit niedergemacht. Ja, also wir waren, also das muss ich sagen, wir waren echt gut. Ja, das war genau das war präzise geteilt. Klar, dass die Nashorn noch nicht lange bei euch bleiben, wenn die Sommer niedermacht. Genau, braucht euch nicht wundern. Bitte, wer, was? Ach, was ich wenn ganz vergessen. Ständig... Bitte? Ach, die Nashorner bleiben lange bei uns, erzähl nicht so ein Mist. Bitte, Markus, was sag ich immer? Das hab ich ganz vergessen. What? Was sag ich immer? Aus der Kategorie. Aus der Kategorie. Weißt du, was ich immer sage, wenn so eine Leute sowas sagen, wie wir mit Nashörnern umgehen? Raus aus dem Stream. Also, soweit ich weiß, hat das letzte Nashorn im World Boss angerufen. Wo? Im Walmart? Was? Das letzte Nashorn hat einen World Boss angerufen. In World Boss? In World Boss? Wer war es gewesen? Kannst du zu welchen paar Steine mitbringen, Marco? Nee. Okay. Also jetzt ist zu spät. Nee, jetzt drehe ich hier nicht mehr um. Wir haben uns hier durchgekämpft. Ich habe dir schon Schlüssel besorgt mit hier. Echt, das ist ja lieb. Was ist denn mit den Steinen, die hier liegen? Wie bitte? Was ist denn mit den Steinen, die hier liegen? Ja, da sind Steine. Aber da ist er ja zu faul, die zu holen. So, das ist das kleine Haus von Michael hier. Was? Okay. Ich will welche Michael helfen. Besonders geil ist die geile Abfahrtrampe hier. Die ist auch noch nicht fertig. Warte, da reitet man einfach hin und dann... Hier könnt ihr Stein stellen. Dann geht man einfach durch die Eingangstür. Wo ist der Fahrstuhl? Das wird noch gebaut. Das ist, ich muss wieder hier... Das ist die ganz große Baukunst hier. Der wird noch. Oh, da noch Stacheln aus, dass du nicht mehr hochgehen kannst. Nee, du kannst hochgehen, das sind Kinder. Ich weiß. Das gehört zum Gebilde. So. Ah, der Rest ist Shane. So, hier kann man reingehen. Hier ist das. So, der mit Wolf tanzt oder was? So sieht das aus, wenn man es drauf hat. So, auf. Ist ja geil. Und dann sind wir drinnen. Prächtig, prächtig. Auf den Turm kommt dann Katapulte noch drauf. Wo hast denn den hier? Bitte was? Wo hast denn den Riesenfeuerscheinkessel her? Den hat mir mal TH geliehen. So, die Pfanne, geil. Den will ich aber wieder haben. Also vielleicht. Ich bin ein bisschen jetzt. Aber nicht ausnuddeln. Ja. Wir stehen ja sogar. Oh, was ist das für ein Ofen hier? So. Für die Türme muss das mal ein bisschen schnell gehen, deswegen. Merk schon, du hast hier für die Elite-Leute bekommen. Hast du neben so großen Ofen?
gefunden. Es hat geklingelt. Ich bin mal kurz weg. Ja, das ist bei uns. Der Nachbar, der bringt bloß das Werkzeug wieder. Was habt ihr denn den schönen Skelett? Ja. Hab ich da genug Blöde hier zu klingeln? Was denn für Werkzeuge? Ist klar. Was du jetzt eigentlich Wer ich? Wie meinst du? Ja. Ich bin kurz draußen, Steinhacken. Achso. Dann macht der mal. Alleine mal dich nützlich. Mensch, ich lech das neue Leben doch. Ich bin hier nur der Architektin. Da bin ich wieder. Sehr schön. Schwups. Hat das hingekriegt? Ja, hat funktioniert. War das der Herr Arbeit? Ja. Der möchte ja hinkriegen. Der von der anderen Leitung. Der möchte ja hinkriegen, wenn er Herr Arbeit ist. Die Arbeit. Fuck! Entschuldigung. Der vom anderen Stream. So. Fuck, kannst du ruhig sagen. Ich habe immer angegeben, dass es nichts für Kinder ist. Hast du Dauerwerbesendung oben eingeklemmt? Das habe ich leider nicht. Auf Gummitier. TH, die Halle willst du dich hier nur wegmachen, oder? Also jetzt bin ich überlassen. Jetzt komm mal her mit deinem Pferd. Bin doch schon unterwegs. Überleg ich noch. Wo rennt ihr denn hin? Na, wir gehen Stein holen. Achso, ihr seid ja lieb. Ein bisschen Harz brauchen wir auch noch, ne? Ich sag's nur. Harz aber herzig? Für hier, für gehärteten Stein. Harz aber herzig. Da ist sogar noch Stein drin in deinem Pferd. Guck mal an. Baust du mit ab? Wie hast denn die da reingekriegt? Hier hinten ist ganz viel Stein. Ich will hier rumrennen, ey. Was denn? Ein freies Land, da darf man rumlaufen, wie man möchte. Ist morgens schon wieder nackt, Baby, pass auf. Bin nicht nackt. Der lässt mir mal schnell die Höhlen fallen. Grundsätzlich trägt er schon was. Hier, möchtest du die Echse hier töten? Was, Echse? Ich bin gerade erstmal überlastet. Da spenzelt sie lang. Die rennt gerade weg. Das ist ja schade. Aber nicht auf alles, was einen Schwanz hat, hauen, bitte. Nicht? Immer drauf. Nee. Nicht auf alles hauen, was hier lang spenzelt. Ja, stopp, nicht so rein! Das Pferd! Lass das Pferd da! So. Gut. Ich geh mal meinen Gemüse suchen. Jetzt können wir die Echse noch töten. Ich geh mal gerne. Wie es aussieht, wir tun mal hier ordentlich Unterstützung leisten. Hui, hier steht eine Mauer. Na, komm. Mensch, Meiche. Oh, der ist ja putzig. Hast du wieder geleistet hier? Und nicht drauf. Siehst du, das macht nämlich Blutung. So, wie kommt man denn hier hoch? Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ja. Wow, Moment, ich nehme mich. Du kriegst ein ordentliches Equipment. Dank TH. Wie kommt denn jetzt hier hoch? Wie hat's denn wieder gekostet? Wohin? Nix. Er dürfte einmal in unser Liebesnest und hat uns das geschenkt. Alles klar. Ich weiß nicht. Oh, du weißt genau, was passiert ist. wo seid denn jetzt? Bei der Burg? Ja, ich weiß, aber wo? Ich dachte nicht so, als wäre sie klein. Die machen sich einen schönen Strand nachmittag. Richtung Osten. Wie hier ist ein Gegner. Was machst denn du da? Michael. Was denn? Kannst du mal das Tor aufmachen? Kannst du nicht benutzen. Warte, ich komm. Ich hab geguckt, was ich noch so machen muss. Ich muss eine Kugel werfen. Ich hab keine Ahnung, wie man hier so Kugeln wirft. Ja, ja, ich kann bei Gelegenheit mal eine Kugel geben, aber habe ich auch noch nicht gemacht. Gib dir die. Aber nicht die Kugeln. Und heute. Heute wird gekugelt. Oh, macht der Markus ist richtig der Loot-Meister hier. Der Bibi ist der Loot-Lehrling. Wo sind jeder da? Hat mal klein angefangen. Wo sind denn eure Solltest Looter? Du wissen. So, bitte schön. Manchen ist auch ganz klein. Bitte schön. Markus, wo bist du? Alter. Kann ich mich losziehen? Ich bin gerade am Strand und zwar bei der 12. Am rechten Rand. Am Strand, am rechten Rand. Und zwar ist es I12 am rechten Rand. Am Strand. Das ist I12 am rechten Rand. Ja. Reimen und Schleimen. Am Rand.
Nicht falsch verstehen. Ja. am rechten Rand also, ist schon klar. Also ein bisschen am rechten Rand so. Ja, wo tust du am rechten Rand fischen, ne? Was liegt da? Ein Hirsch. Wo siehst denn du da einen Hirsch? Das ist ja interessant, den sehe ich gar nicht, bei mir ist da gar nichts. Ja, das der tot. Manchmal. Das ist Synchronisation. Oh, mein Turm backt rum, scheiße. Kannst aber auch nicht häuten. Also was auch immer du da siehst. Ich schon. So, ich sehe da gar nichts. Fleisch. August. Ja? Oh, jetzt komm mal hier. Ich komme. Bin schon da. Ach, die Treppenspinner. Scheiße, will ich nicht so hochkommen. Ja, hier bin ich. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh. Ja, ich hab dir mal ein bisschen für deine Dame mitgemacht. Rüstung. Oh. Was hat er? Er sagte für die Dame, das ist meins. Warum sollst du das ein? Was hat er denn? Jetzt bin ich neugierig. Du bist hier vor mir rum. Was zum Henker? Warte mal, mega. Du hast doch gelangt zur Rüstung besorgen. Okay. Hat er wieder eine Knappe hier, wo die Nippel gerade mal verdeckt werden oder was? Oder so ein Burat-Badeanzug? Ich würde es jetzt nicht Rüstung nennen. Ja, nee, Rüstung. Oh, süß. Es gibt sogar... Dass das Lendenschurz überhaupt reicht. Das hat mich auch gerade überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, da guckt unten noch so ein Zipfel raus. Dankeschön, das ist zu nett von euch. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Oh mein Gott. Das ist natürlich, ich guck's mir jetzt lieber nie an. Warte, ich komme dann... Nee, Bianca zieht's gleich an. Ich glaube, das musst du zensieren. Das ist... So, jetzt kannst du. Hier, alles für dich. Hört auf meiner Frau auf die Möpse zu gucken. Geh weg. Dann soll ich nicht was anziehen. Was habt ihr denn für geile Outfits? Oh, Outfits. Yeah. Aber ja, wir gehen zu Maike zurück, der ist ganz alleine. Ich find's gut. Ich muss noch mal hier so ein Catwalk bauen, dass man hier Modenschau machen kann. Das reibt aber ein bisschen zwischen den Beinen. Das ist schon, also ist nicht so angenehm, muss ich mal sagen. Kommt ihr jetzt schon? Ab geht's. Es ist jetzt hier Method Acting. Also ich habe mir auch so ein Lederteil angezogen, weil ich gerade eine Lederhose in der Naht zwischen den Beinen. Wie viel Rüstung hat denn das Teil? Das sind riesige Rüstwerte sind das. Also das ist ja Monstrums. Aber es ist tatsächlich Mittel. Ja, das ist manchmal so krass, als was das zählt, wo du aber denkst. Aber Rüstungswert nur 6. Aber die wichtigsten Teile sind ja geschützt und darauf kommt es an. Ja, ich kann meinen Hintern sehen, wenn ich laufe. Schwer geht ja hauptsächlich nach dem Gewicht. Schick. Was? Es flattert Schicki. Beim Laufen. Ich sehe, ich sehe zu viel von mir. Ich sehe zu viel von TH. Ich habe gerade mit der Kamera um dich rumgeschwenkt. Könnt ihr mir aufstehen? Michael, das ist aber nicht baulich korrekt. Was? Was nicht baulich korrekt? Das ist bloß, das ist erstmal improvisiert, das ist jetzt. Ihr möchtet mal eine Bauaufsicht holen. Ja, das ist. Du musst nur direkt mitmachen, dass das Oberteil die Kiste abreißt und dann können wir das neu machen. Das ist. Oh, eine Badewanne! Oh, schön! Was, ich hab auch ein Oberteil bekommen? Ja, das hast du nur ausgestellt. Ne, ich muss es aber. Hä, aber. Also, dein Outfit würde mich ablenken, Thomas. Ne, auf jeden Fall. Der Sturm ist schon wieder ganz heftig. Geht schon los? Wo bist du? Ich bin drinne. Wo seid ihr? Drinne. Thomas. Ja. Oh, das entspannt. Das ist dir so lieber. Weiß nicht, ich seh dich nicht. Richtige Quelle. Wo ist denn Bibi? Weiß ich nicht. Na, du hast mich da stehen lassen beim Umziehen. Alleine. Hier wird's gerade stürmisch. Solange du nie im Dings bist, geht's Bibi? Wo ist Bibi? Bist du das jetzt noch mehr? Ach, da kommt Bibi. Wo ist sie denn? Na, keine Ahnung. Wie sie alle da oben stehen und gar nicht. Zeig dich. Ja, okay. Das hat einen deftigen Rüstwert, würde ich sagen. Markus, zieh dich wieder an! Ich gehe jetzt. Tschüss. Aber ich sag mal so, sie kann das tragen. Wo war jetzt der Pool? Komm, wir gehen baden. Aber vorne, das flattert so geil weg. Aber das Geilste ist die Spitzhacke, die ich hier habe. Seht ihr die? Ja. Wo hast du die festgemacht? Ja.
Egal, wo ich hingehe. Das brauche ich manchmal, egal, wo ich das festgemacht habe. Die Spitzhacke ist immer dabei. Wo ist denn hier der Pool? Ja, die meint hier den Dingsofen hier. Große Feuerschale. Ja. Oh, da ist es schön heiß. Los, rein da. Muss schön lesen. Achso, hab ich abgezogen. Wo ist denn hier hinlegen? Welche Taste? Hinlegen? Hier gibt's keine Taste. Du musst R gedrückt halten. Ah ja, genau, das habe ich gesucht. Ach, besser. Losgehen. Denk ich. Du Scheiße. Du Scheiße. Bitte. Kann ich mich doch. Ich sehe dann. Muss mal wieder rumprobieren, du kannst glaube ich hinlegen. Gut ausgearbeitet, das Ganze. Kann ich eigentlich... Spitzporno, oder? Was? Wer ist Spitzporno? Bei mir ist Spitzporno. Wo sind denn alle hin? Ich finde das Outfit viel schöner. Welches? So, Michael, wollen wir dann mal wegen deinem Bogen gucken gehen? Meins? Ja, können wir. Also ich finde das Outfit viel schöner. Oh ja, klar. Nippelpropeller lassen grüßen, ey. Bereit zur Abfahrt. Wollen wir das nicht machen, wenn das komische rote Ding weg ist? Das ist eine gute Idee. Wir können dabei noch ein bisschen Stein und ein bisschen Harz sammeln. Aber warte mal, mal gucken, was kostet ein Katapult? Da können wir das dann eigentlich gleich mal testen. Kostet jede Menge Holz. Wir brauchen ja das Grundding und... Oh Gott, wo war denn das jetzt? Oh, hier. Raus hier, du darfst hier nicht rein. Belagerungsfundament. Wir brauchen geformtes Holz, Ziegel und Eisenverstärkung. Dann... Ich hab hier noch mein Begleiter. Wo ist denn der hingekommen? Triebock Basis ist billig, probtes Holz. Michael. Bitte, welcher Begleiter? Wo ist mein Begleiter, den ich damals mit in dem Haus hatte? Wisst ihr nicht? Ich hab nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier Fahrradkammelrücken. Komm, wir gehen mal zum Haus. Wir also, wenn du mit deinen Begleitern umgehst, da ist der bestimmt schon irgendwo drin. Also. Nee, den hatte ich extra im Haus gelassen. Also, ich hab nichts da weggenommen. Es kann nicht sein, oder war das die hier? Die, ja, war das eine Tante? Ich hab dich schon verstanden, das reicht. Also, wenn du den irgendwo eingesperrt hast. Frage, hast du ihm auch was zu essen gegeben? Nein. Bibi, kommst du mit runter? Jetzt noch was zu jagen? Nee, wieso? Komm, wir gehen Spinnjagen. Soll ich das Pferd mitnehmen oder eher nicht so? Brauchen wir nicht. Aber irgendwas zum Sammeln habt ihr irgendwas? Ein paar Leute. Wir gehen mal Spinnenboxen und sammeln. Vielleicht sollte ich mir dafür mal wieder was anderes anziehen. Also nicht, dass das andere einen wesentlich höheren Rüstungswert hätte, aber... Aber das hat natürlich einen gewaltigen Rüstungswert. Was sind hier die Ausweichentaste? Das hat einen riesigen Rüstungswert, umsonst habe ich euch das heute durchgegeben. Freunde der Tastatur? Also bei uns ist es alt. Alt. Ne, ich habe es mir auf die Maus gelegt, ich weiß es nicht. Es ist alt. Wer ist alt? Es ist alt. Ausweichen ist alt. Nee, das habe ich mir auf die Maus gelegt. Das ist auf die Maus gelegt, das ist Ausweichen. Hier, Thomas. Ich würde mir das sogar auf die Maus legen, ohne Scheiß. Echt jetzt? Ja, würd ich nie machen. Also, du könntest dir das Ausweichen auf die Maus legen. Oder legst du es halt auf die Maus, ja. Na, ich würde es mir echt mal auf die Maus legen. Das glaube ich auch mein Ja, ist vielleicht besser, wenn du es auf die Maus legst. Was macht ihr denn da? Auf die Maus legen? Ich habe bloß, hast du eine Flasche? Ich habe meine Flasche voll gemacht und geschüffelt. Dann nimmst du alles raus und legst es. Wir haben da keinen Brunnen, deswegen kannst du... Ach, warte mal, die hat doch noch Fleisch einstecken. Nee, hier haben wir, glaube ich, noch keinen. Befehl bewegen, angreifen, zulassen, Schnelltaste, führen, nicht führen. Oh, ich kann ja führen. Hammer. Ja. Ich kann früher ran. Na. Boah. Na. Oh, Hammer, jetzt kann ich ja mal die Supermaus nutzen. Ha.
Ach ja, weil da so viele. Stimmt, du hast die Gaming-Maus, das ist natürlich sehr praktisch. Die hat außerordentlich viele Knöpfe. Ja. Das ist natürlich praktikabel. Ja, Daumentasten sind immer praktisch bei Mäusen. Ja. Boah, weißt du, was ich hier ganz krasses mache? Kacke? Ich mir sprinten auch auf die Seitentaste. Boah, das kannst du machen, ja. Das ist ja der Oberknaller. Na gut, da hab ich auf den kleinen Finger, das ist gewohnt. Vielleicht geht's dann wieder. Alter, du musst einen Schaden mit deinem blöden Axt machen. Ich hab das wie bei Ben und Ed Morgus, deswegen. Also. Ich glaub die ganze Zeit. Damit ich mir das gewöhnt. So, wo war denn jetzt hier ausweichen? Rechts, Auto ran, gehen, sprinten, springen, ducken. Nulltasten. Ausweichen. Ich glaub, da kann ich mich nicht leiden. Du musst scheinbar Standard 130 Schaden machen. Ne? 130? Nö, 160. Bibi, wo bist du? 460! 160! Wie wollte ich sagen? 460? 160 Standard. Das ist auch krass. Das ist heftig. Hast du. Ich bin noch gerade in der Plus gerade was zu essen noch gemacht, weil ich wenig Mampfi hatte. Nö, ich bin bei Stärke bei 4. Mhm. Sodass du mit allen verschiedenen Angriffen halt schweren Schaden machst. Ich bin ja bei Präzisionsstärke 5. Interessant, auf der Maus kannst du sprinten, da geht's jederzeit. Komisch. Würde ich sagen, pack, pack, pack. Er macht zwar keinen Schaden, aber. Pack, 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 pack. Das ist übrigens mein Häuschen, was ich gebaut habe. Genau. Dein Mäuschen? Ja, aber das ist doch hier unser Tank. Ist der noch drinne? Das war ich mir hier durchgereicht. Ja, Färber brauchst du nicht, das kannst du über die Mod machen. So. Obwohl, nimm du dir mal Herbert. Gedrückt halten und dann folgen. Wie kannst du färben über die Mod, Thomas? Hast du? Hm. Einfach auf dein Outfit immer färben drücken. Das geht über Mod komplett, da kannst du alle Farben auswählen. Ja. Also musst du ihn erst sammeln? Du brauchst keine Farbe sammeln oder sonstiges. Na toll, ne, ich hab so ein Färberdings letztens gebaut, ey. Wenn du drückst, dann rennt er dahin. Mhm. Aber du brauchst halt, aber die Farbe, nee, die Farbe brauchst du auch nie? Ja, aber nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt. Nein, du kannst einfach färben, das ganze Farbrad. Waffe ausrüsten. Okay. Kein Hilf. Ich hab's letztens extra gebaut, ey. Ich das gewusst. Das viel cooler. Kannst du doch so ein schönes Pink Camouflage machen, wenn du das ich weiß, ich hab in dem anderen, in der letzten Staffel habe ich mir extra das Ding gebaut und habe extra hier so nehmen Neongrün getestet und so ein Scheiß. Ob richtig Neongrün und so. Aber nicht das Chitin. Okay. Wir töten sie nur zum Level. Wir brauchen Hearts. Falls du irgendwo Hearts mit kriegst. Hast du schon probiert, ob es die Waffe, die du hast, auch in Rüstung gibt? Wieso? Abstralrüstung. Eine Spektralrüstung, meinst du? Gut. Nee, gibt's glaube ich nicht. Ich würde. Ich weiß ja sofort jemanden, der die holt. Pass mal auf, wo geht denn das Rote los, ne? Also da musst du aufpassen. Herbert, mach das schon. Komm her, Spinnchen. Den Mahlstrom betreten, okay. Okay, seid ihr Mahlstrom? Aufpassen aber. Ja, aufpassen und abhauen. Bleibt am Rand, das sind haut ab. Also wenn hier irgendwas hingebeamt wird, sofort abhauen. Da kommt so ein gelber Blitz, dann abhauen. Das hört er. Ja, dann wird's unschön. Ja. An die Viecher. Unsere Gehaltsklasse. An die Viecher wollen wir uns rächen. Aber dann müssen wir erstmal vorbereiten. Der gelbe Blitz kommt. Fletsch! Ah! Nee. Brauchen wir Seide? Spinnen, ja, kann man Seide machen. Ich nehme mal mit. Eigentlich könnte man sich mal hier was hinsetzen, damit wir wissen, wo der Mahlstrom ist. Ah, ein noch was. Alles platt machen. Voll das Gemetzel hier, ey. Wo wir dann die Todesarena, das kommt ja später erst, wenn wir unsere Dings fertig haben, die bauen wir an der alten Stelle als Gedenken hin. So, hier ist noch einer. Keine.
Schwarze Witwe. Es kommt was geflauscht. Schon aufgestiegen? Ich bin jetzt 17. Ja, das. So, dann können wir hier noch ein bisschen Cola, Eisen, Schwefel und sowas abbauen. Also noch eine Stufe, dann darfst du mit den Erwachsenen mit. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ja. Yeah. So, kannst du auch hier Kristalle alles abbauen, also alles, was hier alles so rumliegt. Alles mit der Hacke? Das ist so eine alles mit der Hacke, genau. Außer Spinnweben, die hier herum. Abhauen, abhauen! Ich mach die ganze Zeit plus 2 Schaden. Scheiße, ich bin überlastet. Nein! Ja. Ich mach die ganze Zeit plus 2 Schaden. Naja, der hat ziemliche Rüstung. Wo geht's denn hier wieder raus? Abhauen, raus hier! Wo ist raus? Nach rechts. Vielen Dank. Ja, ja. Okay. Komm schon. Fürs Protokoll, niemals angreifen, wenn Sturm ist. Sind jetzt da hinten zurückgeblieben. Ja, ja, die kommen nicht hinterher. Obwohl, ich hab das schon getestet, die kommen hinterher. Komm, das ist natürlich ein Witz, ne? Aber Rüstung hat er wieder so unterstanden. Was ist was stimmt denn mit den Jungs nicht? Ach, die jetzt, da machst du den Schaden ist immer. Ist er tot? Ist der immer noch runtergestellt? Weil, wo ich letztes Mal geguckt hab, war der weit oben. Wer ist weit oben? Wie jetzt? Na, hier, was wir letztens umgestellt haben, auf 41 und auf Dings. Ich hab nicht umgestellt. Der sah aber so aus, muss uns mal gucken. Ne, der ist hochgestellt. Als wäre der wieder zurückgestellt, weiß ich mal. Der ist richtig hochgestellt, das ist ja auch gespawnt. Das ist normal. Bei was, bei wann, hä? Ne, was man hier, dass die nicht mehr mit einem Schlag das kaputt machen und dass ab 1000 Gebäudeteile erst so ein Raid kommt. Was wir letztes Mal umgestellt haben. Mhm. Ein paar Bäume abbauen hier. Mit der Hacke. Wenn man noch ein bisschen Holz kriegt. Na und hier, wir brauchen aber Harz für die Stähne, ne? Achso. Dann hauen wir mit der Spitzhacke jetzt auf die Bäume, dann kriegen wir Harz. Das steht alles auf den Normalwerten wieder. Achso, dann stell es mal wieder zurück, wie wir es gestellt haben. Warum? Na, haben wir doch gesagt. Dass sie zumindest, wenn wir was machen, dann nicht gleich mit EMA alles kaputt machen können. Also wir hatten eigentlich vor, irgendwas Sinnfreies zu bauen und einfach mal so einen riesen Mob umzuklopfen. Naja, aber mal ausprobieren, was die so droppen. Nee, das wollen wir ja schon machen, aber wir wollen auch, dass wir eine Chance haben, dass sie nie mit EMA dann alles kaputt hauen. Es steht wieder alles. Aber wenn dann spawnt das oder so inne und wenn keine wenn du jetzt hier, sagen wir mal, 1000 baust auf dein Objekt. Und der eine klopft eins weg, dann spawnt der genau. Nee, ja, aber der soll ja nicht gleich, dass das Bauen gar nicht nützt, weißt du? Der kann das ruhig noch eine Weile wegkloppen, aber nicht mit dem Schlag, weißt du? Das ist alt, dass du noch kämpfen kannst, dich verteidigen kannst, notfalls. Ja, das macht er ja sowieso nicht. Du kannst Ich war dabei. Der hat das halbe Gebäude, höchste Stufe, mit einem Mal fast weggehauen. Ich war dabei, das kann nicht sein. Nee. Ich war dabei. Mittendrin statt nur dabei. Ja, kannst du jetzt fragen, da war nicht mehr viel übrig. Musst du die Tränen trocknen am nächsten Tag? Ja. Ach, musst du? Ich wollte gerade sagen, du hast, ich hab dir noch geschrieben, da kommen bloß solche weinenden, in sich eisstopfenden Giftbilder. Weißt du, die riesigen Krokodilstränchen, was? Das war mein Nashorn, was da drauf gegangen ist. Mein Nashorn, mein Ein und Alles. Bibi hört jetzt nicht zu. Ah ja. Ich hab das auch schon gehört, als es passiert war. Wieso gibt's ja eigentlich keinen Hintereingang? Doch, gibt's. Wo das war wieder klar. Warte, das ist am Strand zwischen den beiden Felsen. Die Spitze am Strand. Warte mal, ich zeig dir, wo seid ihr? Wer? Am Gebäude. Bei deiner Burg. Warte, bleibt mal draußen, da seid ihr. Wo seid ihr? Ach, da, ich sehe. Bleibt mal dort. Ich komm. Ich hab einen Noteingang, falls du mal, weißt du, um die Ecke musst. Ja. Mike hat einen Noteingang. So, ihr seid schon richtig, kommt mit. Ah,
Aber nicht weiter sagen. Hey. Ja, du warst aber kein Gentleman hier. Was? Er war gedroppt, der Arsch. Der hat nur Sturmglas her. Oh, der hat eine Axt gedroppt. Bitte? Cool. Ich will. Wie geht's denn weiter? Die hattest du muss dann hoch? Einfach den Dings hoch. Ach ja, der halbgeschliffen? Akt der Gewalt. Kriegsaxt mit zufälligem Bundesschaden. Ja, die hat ja meinen Fall. Ja, genau. Einfach nur hoch, hat er gesagt. Ist ganz einfach, ja. Hat er gesagt. Ja, ist ja noch nicht fertig gebaut, sehr froh, dass er das Noteingang gibt. Mann. Komm, wir bauen im Sturm, hat er gesagt. Ja, genau, komm, wir bauen im Sturm, hat er gesagt. Diech hat gesagt, ich hab Diech gefragt, hält das mit dem Stein? Diech, klar hält das, hat er gesagt. Hättest du auf Hug gebaut, hätte ich geschimpft. Also ich muss mal sagen, ich hätte mir Mauro holen sollen oder was. Ich habe eher von Tierschweinen auch keine Ahnung im Ohr. Das könnte ich auch. Nee, mach noch, hat Tierch gesagt. Mach noch. Und beim nächsten Mal sagt er dann, nee, da geht alles kaputt in dem Sturm. Nee. Aber das war danach, wo das Haus schon weg war. Ich wollte gerade sagen, das war dann. Das ist mir klar, dass das Tierch gesagt wird. Der wird so gesehen. War man hier ein Herz, sag mal? Der ist neben der großen Schüssel, weil der im Dings ist, rechts neben der großen Schüssel. Der ist im Gras, den erkennst du nicht gleich. Am Schluss war er mal rausgehauen, weil man Bauerweich gebaut hat. So, ein bisschen Fleisch hier reinpacken. So, dann hätte ich hier noch Fell. Wo soll ich denn jetzt hier die Rinde hinpacken? Keine Ahnung. Da brauchst du nicht gerade Rinde? Nee, das andere, nie Rinde. Harz. Du hast Rinde gesagt. Harz, habe ich gesagt. Ja. Pack das jetzt hier einfach in die Kiste rein. Harz brauchen wir für gehärteten Stein. Jo. Da musst du halt in die Schüssel, in die große. Guck mal bei Ginderella nach, die trägt noch ein bisschen was mit sich. Ja, bin gerade dabei. Mir auch gerade so eingefallen. Die auch voll gefüllt ist. Das eine oder Liebe. Andere dabei. Was? Kannst ja vielleicht den Stein und so auch mit in die Kiste packen. Und den Eisenbahn. Ich hab gerade geguckt, was ich noch hab. Ich hab noch Tierenhaut und Katzenfell. Das kann man das in die Gerberei schmeißen. Und den Stein kann auch schon einen großen Ofen hauen, einfach. Es gibt jede Menge Teer. Stein, verbesserter Ofen. Hier. Brauch scheiß Harz, das ist so wenig. Wo kriegen wir noch Harz her? Ach, aus dem Trocknen, ne? Aber wir brauchen kein getrocknetes Holz. Was brauchen wir getrocknetes Holz eigentlich? Einfach nur normales Holz in den Trockner schmeißen. Dann kommt ja, das meine ich ja. Aber für was brauchen wir getrocknetes Holz? Ganz wegschmeißen. Das ist aber schade. Was bist denn du für ein Alakabi Gandalf, ey? Dann tust du halt isoliertes Holz draus bauen. Naja, das brauchst du eigentlich nie, weil entweder in dem Level würde ich gern entweder dieses, bloß diese beiden Bautarten lassen. Die sind eigentlich ganz cool. Deswegen brauche ich aber die. Aua, Mensch, ich hack hier! Na komm, mach. Hast du jetzt das Harz hin? Hast du das Harz in die Truhe gemacht? Ja, in die erste. Nee, Harz soll eigentlich schon in den großen Kessel, ne? Wo ihr gerade baden wart. Weil da sind Mensch, schon. Ich muss mal klare Ansagen machen. Hab ich doch gesagt, einfach in den Kessel hauen. Da sind schon, da sind so gestrüppt, also hier Dings Fasern drin. Und was Harz und Fasern machen und gehärtet. Im Zweifelsfall einfach in die Fresse hauen. Einfach in die Fresse hauen, gegenseitig. Also. Das Harz dir einfach in den Kessel hauen. In den Kessel hauen, das ist ein Essen. Ganz klar. Ich hab die Schnauze voll hier. Wie als was früher? Haust dir einfach in den Kessel. Hast du Harz schon im Gesicht oder was? Man arbeitet hier den ganzen Tag und trotzdem ist der feine Herr nicht zufriedengestellt. Ich glaube, ich brauche es echt. Ich will das, jetzt will ich das. Kannst nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Das geht nicht anders, Mensch, jetzt ist ja wieder hier. Bibi, tu mal bitte was mit dem machen, der ist wieder zippig. Gib's ihm, Bibi. Was? Such dich mal wieder sag beruhigen, der ist schon wieder zippig. Tu mal wieder deine starke Rüstung für Morgus anziehen. Richtig. Die tut wenigstens im Gegensatz zu manchen anderen hier. Ne? So, wo war jetzt? Wo kann ich mein Fleisch reinwerfen? Oh, ich kann jetzt auch mal dein Fleisch reinwerfen. Hier, das ist der Herd hier. Aber den kann ich gar nicht mehr anwählen. Doch, jetzt. Das backt manchmal. Das erste Mal hängt immer ein bisschen. Wo ist der Sturm jetzt? Der Sturm ist immer noch da. Verdammt. Der Sturm ist. Ist immer noch da. Sturmi draußen. So, jetzt habe ich meine Steine immer noch nicht weggebracht.
Wir können eigentlich auch hier drinnen so irgendwie kleine Holzhäuser bauen, also aus diesen Schiffswrackteilen. Jetzt bau erstmal die Burg fertig, bevor wir schon wieder irgendwelche Häuser bauen. Nee, ich sag bloß, wenn ihr was setzen wollt, weil eigentlich wollte ich das in der Mitte und die zwei Türme als einziges diese fetten Steingebäude machen. Und sonst könnt ihr ja hier euch kleine Häuser hier dran setzen oder was auch immer. Könnt ihr dann freigestalten. Alles zu seiner Zeit, mach mal. Ich sag's ja nur. Ja. So, Kenntnis genommen. Aber halt hier in diesem siebter Bau-Ding, ne? Das wäre ganz cool, dass wir halt ein bisschen so diesen Baustil beibehalten. Also diesen einfachen Holz-Schiffbruch-Teil-Ding. Schiffbruch-Bay. Genau, wie du quasi in dem anderen Map deine Bar hattest. Ja. Jetzt bist du da? Ich bin da, ja. So. Ist so ruhig geworden bei euch. Oh, gut. So. Hä? Ach, warte mal, wir brauchen ja noch Stein. Was habe ich hier gesagt für das Fundament? Stein. Brauchen wir... Stein. Geformtes Stein. Holz, Ziegel. Stein. Normale Ziegel. Haben wir noch normale Ziegel? Müssen wir eigentlich da haben. Ja, 90, das ist gut. Kann Bibi eigentlich... Ach, Markus, du hattest ja, glaube ich, nicht das mit die Geschosse hattest du gebaut, ne? Die hatte ich gebaut. Eisenverstärkung. Ich kümmere mich um das Katapult und du baust Geschosse, weil wir müssen immer. Aber wir gehen dann erstmal, aber kannst ja schon mal gucken. Weil das muss Bibi, müssen wir da anlernen, am Geschützturm. Ja, das machen wir aber dann später mal. Ja, ich sag bloß, wenn du schon mal irgendwas hast. Weil dafür brauchen wir Drachenfeuer und Drachenfeuer. Ach so. Drachenfeuer war nicht ganz so einfach herstellbar. Da brauchen wir Dämonenblut, das Hammer, Schwefelhammer, Kristallhammer und 100 Stahlfeuer. Für einmal. Ach du Scheiße. Ja, genau. Okay. Deswegen warten wir, bis der Sturm vorbei ist. Und dann könnten wir nämlich schon mal bei den Spinnen dort alles einsammeln. Dann kriegen wir nämlich die wichtigsten Zutaten schon mal. Was, wer, wo, wann? Wo sind die Schmiege? Haben wir überhaupt eine Schmiege? Schmiede haben wir irgendwie nicht. Bibi, baust du eine Schmiede? Ja, da kriegst du gleich. Die kannst du hier reinbauen, irgendwo hier reinsetzen. Hier ist eine musst du mal gucken. Hier vorne bitte nicht, weil hier muss ich noch Stützen bauen. Das andere ist schon abgestützt hier. Hier kannst du hinsetzen, wo du willst. Im Kreis. Hier vor das Fenster. Sag diesmal vielleicht so, dass es nicht halb draußen hängt. Ja, kannst gucken. Ich habe das bloß schnell beim Bauen versetzt. Das wird dann ordentlich gemacht. Bloß, dass ich erstmal hier das stützende Dach und so setzen konnte. Weil hier soll dann der Turm quasi, wie ich so schön immer South Park zitiere, die Leiter zum Himmel hinkommen. Was ist denn? Da ist jetzt ja Bibi. Da muss ich auch noch für Bibi so eine Wohnungsnase dran setzen. Fällt mir gerade ein. Weil ich will in 100 Blöcken Höhe kommt unser Apartment hin. Mhm. Ah, mit Fahrstuhl. Keine Angst, brauchst du da nie laufen. Das habe ich schon gelernt, Fahrstühle bauen. Habe ich schon freigeschalten. Ja. Sehr gut. Aber da wollte ich nämlich den Turm und dann an die Seite nasen. Ich weiß für nichts, was? Sieht man irgendwie, wie lange der Sturm noch geht? 100 Meter. 100 Stufen hoch. 100 Stufen hoch? Ja und? Geht? Ja. Sieht man irgendwo, wie lange der Sturm noch geht? Nein. Also halbe Stunde, da müsste eigentlich gleich durch sein. Halbe Stunde geht ja um wie lange ist die Nichtzeit, TH, weißt du das? 30 Minuten müsste das sein. Auch 30 Minuten? Dachte, die wäre ein bisschen länger, oder? Also gefühlt jetzt, ne? Also genau kann ich es euch nicht sagen, ich habe es so nicht... Ach so. Ja, ich habe es irgendwo mal gelesen, also irgendwo mal bei der Einstellung, wo ich mal geguckt habe, da stand irgendwas, also der Sturm geht 30 Minuten. Das habe ich wirklich gelesen. Kommt selbst der Meister an seine Grenzen. Habe ich wirklich gelesen. Hab ich voll gelesen. Der Sturm ist schon echt hart. Ach scheiße, wir haben ja keinen Stahl. Wir brauchen eine Schmiede, meine Pfeile sind fast alle. Bin ja schon dabei. Mann, dieser Stress, dieser unbändige Stress. Werkbank eines Schmieds, wo ist sie denn jetzt? Wie hatten wir nochmal gehärteten Stahl gemacht? Das war mit Eis hier, schwarzem Eis oder wie? Mit schwarzem Eis, genau. Und das schwarze Eis ist da, wo gerade der Sturm ist. Ja. So, Michael. Was denn? Dein effizienter Schmelzofen ist voller Stein.
Was gesammelt? Mhm. Die wollen irgendwas von uns. Sie sind ja, irgendwie, warum sind sie so nett? Das ist man gar nicht gewöhnt. Die haben nichts anderes zu tun. Geil, danke. Das ist so lieb von dir. Das tue ich im Kreis laufen und alles mögliche umklopfen, was ich finde. Das ist aber nett von dir. Der riecht ganz fischig. Irgendwas ist fischig an den Jungs. Kann sein, weil du der Angel Kerl bist vielleicht. Die wollten schon seit 3 Streams, wollten die hier kein Geld mehr haben. Stimmt, was ist mit denen los? Wir haben genug. Das ist alles. Wir haben ein Wunder, dass wir überhaupt noch laufen. Wir müssten getragen werden oder was? Gibt's da keinen Mod, Thomas? Eventuell sowas wie Senften-Mod. Ja, genau so. Absolut fischig. Absolut delicious. Du könntest ja froh sein, dass unsere High-Level-Files nicht im Kreis laufen und Steuern einreiben. Ja. Ja. Hier sind zumindest, die Tour wieder. Hier sind zumindest Stahlbahnen. Ich tue mir aber schon mal ein paar Stahlwänschen-Pfeile machen, weil meine gehärteten Stahlpfeile sind fast alle. Sag dir, was hier abgeht. Das sind Mafiosi-Strukturen. Ah, die tun es erstmal anfüttern, weißt du? Und dann so nach 3-4 Streams kommen sie, na hier, ihr habt doch was gekriegt, hm? Wollt ihr mal? Ja. So, wir haben euch mal 3 Monster mitgebracht, wir könnten euch jetzt natürlich helfen. Ja klar, es dauert nicht lange, dann hauen wir mal einen ordentlichen Mafia-Boss raus. Du kommst her und willst was von mir? Genau. Für die Familie. Easy würde die Familie. Scheiße, wo wollen das jetzt an? So einen schönen Wolf, weißt du, den sie nebenbei streicheln? Beim Geburtstag meiner Tochter und du willst was von mir? Das beleidigt mich. Wir waren Freunde. Wir waren Freunde, Luigi, und dann hast du mich verraten. Hast dein Geld nicht pünktlich bezahlt. Was wir nie verlangt haben. Und jetzt muss ich wieder Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Genau. Ist das dein Nashorn? Oder besser, war das dein Nashorn? Erwachst du dann wieder auf mit einem Nashornkopf im Bett? Ja. Vor die Tür gelegt, angezündet. Nee, einen Haufen Nashornkacke vor die Tür gelegt und angezündet. Hast du gerade hier das Holz rausgenommen? Also das ist. Ich hab nichts rausgenommen, ne. Ich auch nicht, Gott sei Dank. Ich mach mir gerade ein paar geriffelte Stahlpfeile. Es ist unglaublich, ich hab hier gerade geformtes Holz angesetzt, hat einer unterbrochen. Das hab ich. Ja, ne, ich brauch Pfeile, wenn wir noch hin hier rennen wollen. Ja, aber andere brauchen auch ihr Zeug. Was machst denn du hier? Rumspielt? Ich hab bitte rumgespielt. Die hat ja einen schönen Strickhose an. Jawohl. It's getting red in here. Ein Stahl haben wir zumindest. Dann wird hier einfach die Produktion abgebrochen. Ich pass das alles nicht mehr. Serious point, oder? Was hast denn du hier von. Ach, du machst ja schon Dings, alles klar. Ein paar brauche ich von dem hochgefummtes Holz, 3 Stück. Ja, ich will bloß mal ein paar Fischreusen bauen. Ja, mach nur. Will mal die Essensproduction hier sicherstellen. Ja, ist gute Idee. Und dann müssen wir das nächste Mal wieder mal einen Brunnen hier hinklatschen, dass man immer runterrollen. Also wir können mit Essen total unter den Arm helfen. Jetzt geht das schon wieder. Bibi, hast du gerade was Sinnfreies, Sinnvolles? Gegen ein Sinnfrei. Gewisses Problem, euch ein bisschen Essen liefern. Das wäre nicht. Bibi? Ja. Habt ihr jetzt Lieferdienst? Ja, in zu Corona-Zeiten, ja, ne? Das ist das Möchte. Hallo? Ja, ich wollte. Ich konnte mir gerade kein Gehör verschaffen. Ich habe überlegt, ob ich gleich noch mal ein bisschen rausgehe, was sammeln, aber ich kann auch was machen. Ja, sammeln ist gut. Jetzt. Kannst du mit Fahren sammeln? Fahren? Fahren. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Der Sturm geht zu Ende. Juhu, der Sturm ist weg. Spinnen klatschen. Neuer Plan. Ich wollte mir mal einen Altar bauen in Bälde. Achso, kannst du auch machen. Ein Altar? Wen willst du denn beschwören? Seht den Schlangengott. Seht oder seht ihr nicht? Hab ich auch noch nicht gemacht. Gibt Erfahrungspunkte. Ein ganzes Set voller Pfeile. Was hat er gesagt? Bist du jetzt eigentlich schon wieder draußen oder wo bist du? Ja, ich bin schon mal fleißig beim Sammeln. Ich will ja Fischreusen bauen. Damit wir frischen Fisch. Frische Fische, Fisch, frische Mische.
Macht frische Mische. Ich mit erfahren, das macht keinen Sinn. Thomas, was waren denn die Krankheit machen? Ich mach Krankheiten. Du bist krank, was? Was waren denn die Dörche, die Krankheit machen? Was brauchst du für eine Krankheit? Ripper, Syphilis, Messer dabei. Der Kranken? Dolch ist krank, glaube ich. Messer der Kranken. Ja, ich glaube. Guck mal, Mibi, wir gehen dann wieder. Okay. Erstmal kurz hier die Reusen rein. Dann kommen Insekten in die Reuse. Da hätte ich auch noch ein paar zur Not. Damit da schön dicke Fische reinkommen. Dicke Fische. Ja, hau einfach rein in die Reuse. Zack. So möchte ich jetzt essen. In die letzte, in die linke. Genau. So. Du willst ein Licht probieren? Ich muss erstmal ein bisschen Rüstung loswerden. So, Michael bereitet sich dann schon mal vor, dass wir dann losreiten können. Ja, mit einem Stahl. Wenn wir wieder da sind, geht's los. Also, Thomas? Ja. Ich würde sagen, wenn man so hinter dem Licht steht, das Rot vielleicht ein bisschen dunkler. Ich muss nur eine Stahlachs machen, weil gehärtet haben wir ja nicht da. Eine gehärtete ist nämlich gleich kaputt. Dann machen wir noch. Stahlpickel. Ach scheiße. Leder und Holz brauchen. Was, ein Stahlpickel? Ein Stahlpickel, genau. Ich hab dir gesagt, dass du allergisch auf die Rüstung reagierst. Ja. Aber er hört ja nicht. Er hört ja einfach. Es musste auch der Stahltanker sein, weißt du? Es musste der Stahltanker sein. Ich hab dir gesagt, zieh das nicht an. Jetzt bring mich doch nicht so schnell, das will ich gar nicht mehr. Wer durfte das dann wieder eincremen? Bitte? Ja, kann man erzählen, was man will. Die ganze jetzt geht das Zeit wieder los, ja. Jetzt wird es wieder eklig. Da geht kein Weg rein. Mann, Weg raus. Komm her, Spinnchen, komm zu mir. Bist du schon jagen oder was machst du? Ja, wir gehen nochmal in das Spinding rein. Wir wollen noch ein paar Rohstoffe sammeln da. Wo? Du bist eine Stufe aufgestiegen. Nein, im Spinnkrater. Wie, willst du hier in der, ich dachte in den Dungeon. Nee, in den Dungeon nicht. Erst wenn wir genug Begleiter haben, jeder ein. Ich hätte diverse Begleiter anzubieten. Frisch. Eier. Vom Tisch. Vier. Kämpfer. Kämpfer. Dreier. Vierer eventuell. Ja, bräuchte man. Also zwei Stück wären ganz nett. So, ich bin gleich wieder da. Wenn wir zwei haben könnten, wäre das echt cool. Alter, da ist eine Treppe nach. Dann müssten wir mal kurz gucken. In unserem Fundus. Unserem Fundus ist doch so eine schöne Aussage, ne? Was ist denn das hier? Das was? Das hier. Das große leuchtende Tor. Nicht da rein! Das ist ein Dungeon. Okay. Liegt noch über unserer Geheizklasse. Hier, die Spinneier kannst du übrigens auch sammeln, die Spinnfäden. Du kannst Seide herstellen damit. Für andere Rüstung. Ansonsten kannst du hier alles abbauen, was hier so ist. Das Gelbe hier ist Schwefel übrigens. Auch mal für die Ice Production. Wo siehst du hier was Gelbes? Ja, hab ich gerade weggehauen. Ach, dahin. Hier ist Kohle. Jo, hinter dir, hier. Ihr seid beim Dungeon-Eingang oben? Ja. Okay. Ist hier ein Pferdchen? Das ist ja eine coole Axt. Ja, die leuchtet. Eins, zwei und jeder schon mal eine Standardwaffe. Cool, dankeschön. Warte, ich tue das bloß mal kurz rein, weil ich überlastet bin. Dann bin ich sofort wieder bei dir. Der ist immer noch nicht leer, das Pferd. Hast du vorher nicht leer gemacht? Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, du machst die Steine noch raus. Egal. Achso, ich hatte dir gesagt, ja. Guck mal rein und du sagtest, ja, mach ich gerade. In das Pferd? In das Pferd. Hallo? Ja, jetzt kriegst du noch für jeden eine komplette Rüstung.
Ah, geil. Alter, was ist das denn? Ein fetter Sack ist das. So. Vielen Dank. So, wo ist ein anderer Begleiter? Hier. Den können wir auch noch was geben. Ja. Ich krieg nicht mal eine Axt, die ein bisschen Schaum macht. Was? Was? Schaumhaare? Wie bitte? Ich komm hier rein und dann geht's um Schaumhaare. Was kriegst du denn nicht? Schaumhaare? Sämtliche Leute kriegen mega große Falls. Ich krieg nicht mal eine Axt, die ein bisschen Schaden macht. Wieso willst du denn haben? Eine Axt? Immer noch haben wollen hier. Die ein bisschen Schaden macht. Nee, im Moment brauche ich sowieso keine Axt, ich bin am Bauen. Markus, wir wollen bloß klatschen, ne? Also lass ich hier die Sammlertante hier. Du brauchst doch ja. den Vertrieb. Ich hab dir schon einen Begleiter besorgt gerade. Den wurde vorbeigebracht. Was muss es denn wieder machen, Markus? Soll ich wieder Creme holen, oder? Sind wir zu Fuß oder mit dem... Na, mit Nashorn oder Pferd? Natürlich. Ja, warte mal, Nashorn. Ich verstehe die Frage nicht. Ach, du hast Honi doch noch hier stehen. Naja, mit Honi reite ich da noch. Ich bin ja noch bei den Spinnen jetzt. Nee, du bist nicht Honi. Honi ist hier. Du hast wieder... Oh, bist du auf Brutus? Nein, ich bin überhaupt gar nicht. Dein steht hinten. Ich habe kein Nashorn dabei. Hä? Wir kommen dann noch zurück. Ach so. Wir sind noch bei den Spinnen. Nee, er hat nämlich schon mal das falsche Pferd genommen. Aber es ist ja nicht das Pferd, das ist ja das Nashorn. Und Brutus steht hinter dem Schloss draußen. Nee, manchmal setzt man nur einfach mal auf falsche Pferde. Das ist immer so. Oder aufs falsche Nashorn. Oder aufs falsche Nashorn. Oder man ist halt auf der falschen Pferde. Ne? Das kann einfach aber mal damals passieren. Sahen unsere Nashörner auch noch gleich aus. Ja? Jetzt sehen sie nicht gleich aus. Und sind die doch? Haben die nicht selber aus? Nee, ja, meiner hat so eine andere Rüstung als deine. Du. Achso. Hier, Schwefel. Das liegt immer im Auge des Betrachters, wa? Ja. Für diese Kriegerrüstung. Vielleicht nicht gleich aus, aber für einen anderen sind es vielleicht, ne? Haben mir ein paar Händler geschenkt, die vorbeigekommen sind. Ah ja. Eigentlich könnte man hier am Strand eine Hafenstadt hinsetzen, ne? Außerdem beschwer dich mal nicht, du hast hier den Superbrennofen gekriegt. Bin ich auch schon Stufe 6. Nur schon Stufe 6. Baust du nur einen ganzen Tag. So. Das ist aber komisch, ne? Bloß wenn du dieses Dings, dieses Baumaterial baust, geht's schnell. Bei dem anderen Baumaterial ging's gar nicht. Da konntest du bauen, wie ich will. Da bist du alle drei Tage eine Stufe hochgestiegen. Ja, kämpf mir das hart. So. So, und demnächst, wenn ihr euch dann so ein bisschen an die Files gewöhnt habt, dann werden wir mal über die Preise reden. Dann müssen wir sonst wieder mitnehmen, ne? Klar, ist klar. Du müsst hier erstmal leveln, weil die Preise tun je nachdem skalieren, was er halt für eine spezielle Ausrüstung leveln zwischen ja, Fertigkeiten erhalten und so. Und ich möchte trotzdem mal loswerden, dass es nicht schlau ist, uns erst den Schutz zu stellen und dann zu erpressen. Ja, wieso? Wenn er nicht zahlt, sind die Files wieder weg. Achso, dann sind sie tot. Aus Versehen. Dann steht er in der Ecke. Warum ist denn das Pferd jetzt weg? Weiß nicht, wo ist das Pferd? Ja, es ist dir hinterhergelaufen. Ah, das ist gut. Haben wir noch normale Tiere? Ich geh wieder. Ich komm zu dir. Bin nämlich nicht überlastet. Da bin ich schon. Oh. Was war das? Der Kunilingus kommt wieder raus. Der Invertierte. Du müsstest vielleicht hier gleich nochmal Gingerilla nehmen. Ich bin gerade versehentlich aufgestiegen. Du kannst hier bis über die ganze Map gucken. Das sollst du doch nicht. Oh, ja, bei mir, Schinderella. Der ist aber eindeutig passiert zu mir klein. Aber auch ständig, davon abgesehen. Hä? Aber der ist eindeutig zu klein. Ja, aber ja ich weiß, ich bin da jetzt schon wieder 7 Stufen hoch. Das ist gar nicht so einfach, wenn du die Leiter, wenn du die Rabbe nehmen musst. Ist nicht so, dass ich immer noch überlastet wäre. Nicht so, dass ich keine Spitzhacke mehr habe. Und vor allen Dingen ist kein Platz mehr in Cinderella. Okay, dann gehen wir zurück. Und ich bin immer noch überlastet. Läufst du mir hinterher? Ich habe immer wieder eine Zwischenwand eingezogen, wenn das gelingt ist. Huch! Warte, ich muss kurz. Voll auf der Birne gelandet. Voll auf der Birne. Auf der Birne. Guck ein ganzes Stückchen, oder? Ja, also die Aussicht. Oh, die Spinnen sind wieder da.
mach ein bisschen Dampf. Das ist aber schlecht, ist weil ich krieg nicht genug weg, um nicht muss, mehr überlastet zu sein. Muss aber den Eingangsbereich noch ein bisschen gestalten, das sieht ein bisschen hart aus. Kannst du noch was mitnehmen von mir? Kann ich, was hast du denn noch? Oh Mann, ich brauch Tierhaut, scheiße. Ich hab bloß Fell. War da eine Gaberei drin? Nee, das ist Leder, hast du schon gebaut, ich brauche einfache Tierhaut. Hast du so viel Kohle? Bist du jetzt überlastet? Schaffe ich das in den Teich? Aber das macht nichts, weil ich kann ja... Wollt ihr nicht weglaufen? Obwohl, mit richtig Anlauf würde ich sogar mal versuchen wollen. Dein Begleiter hat ja, auch gar nichts in sich. Ich muss irgendwas bauen, wo du rennen kannst. Achso, dem kann man auch noch was geben. Belastet. Wir müssen das höher bauen. Dein Stift, so, das braucht euer Kinder. Oh, aber wahrscheinlich, nicht, dass das Wasser tief genug ist. Wahrscheinlich, wie ich mein Glück kenne, werde ich in der Mitte auf der Insel abschlagen. Genau, das kann ich. So was passieren. Bin ich immer noch überlastet? Was geht denn hier? Na, dann gibt doch ja hier was. Dabei. Genau. Was hat denn die für eine schöne Keule in der Hand? Das ist, Oh cool, wir können noch den Schwefel und das Eisen abbauen, bitte? Alter, wir können eine Explosionsfalle machen. Nicht. Oh, Markus. Wir können die Kackbratze in die Falle locken, ey, so geil. Oh, also, ich tue einen richtigen Plan entwerfen, ey, für unsere Rache. Also. Wenn ich das jetzt richtig sehen sollte, Michael, ich glaube, ich sehe deine Burg. Bitte? Ich glaube, ich sehe dein Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Mein Gebäude? Ja. Hä? Siehst du denn unseren Turm? So weit siehst du es nie. Nee, so weit kannst du nicht. Du hast die Renderreichweite nicht. Die Gebäudeteile werden noch 5, 6, 7, naja, nicht ein Kilometer oder so. Unter einem Kilometer ist bloß die Renderreichweite. Ich sag mal, wir sind Turmhöhe vom mittleren Turm, oder? Nein. Noch nicht ganz. Doch, kommt ungefähr hin. Du kannst ungefähr gerade drauf gucken, wenn du hier stehst. Kann doch nicht weg. Bleib hier, folge mir. Nee, diese Engelsgleich, die Arme ausgebreitet. So, gehen wir erstmal zurück. Halt schon mal vor. Wie aktiviere ich das? Gott ist mir klar, aber. Nee, nicht Gott. Geist? Nein, fliegen. Michael, are you ready? Ey, es war auf dem Nischel. Haben die auf dich geschossen? Nö. Wo schießt denn ihr? Ich hab bloß eine Hyäne. Ja. Achso. Die eine hab schon einen Kopfschuss erledigt und die andere aber war auf den Kopf, aber ist abgebrannt. Ich möchte mal kurz eine. Ich brauch Haut. Was genau macht denn ihr? Ich auf etwas aufmerksam machen. Was denn? Hoppala! Wie ist denn das passiert? Das ist mir noch nie passiert. Ah, jetzt hab ich die Haut, endlich. Wollte ich sagen, das kam mir so komisch vor, dass es die ganze Zeit Stein ist. Michael, wo bist du? Warte, ich komm gleich wieder rein. Da! Warten. Zwei oder drei Spinnen und zwei oder drei Vögel. Gleichzeitig. Da! Du sollst dich doch nicht mit allen anlegen. Ich komme. Oh, das ist eine geballte Ladung, ey. Ihr habt mir. Alle mitgenommen. Warum habt ihr alle mitgenommen hier? Boah, das ist eine Einladung, oder was? Was passiert ist. Hier kommt so eine Ex hinterher. Was ein Gemetzel! Das geht ein Stückchen, würde ich sagen. Oh, abhauen! Geh weg! Weg von dir! Ja, das war zu spät. Das konnte ja keine Ahnung. Ich habe da noch nicht mal ein Bett hingebaut bei der Burg. Jetzt starte ich wieder bei uns. Das ist eine kleine Höhe, würde ich sagen. Genau. Aber das passiert. Das war der Boss, der mich letztes Mal auch getötet hat. Wenn ich jetzt hier schnell wieder rum. Aber wir haben dich gerettet. Warte, ich komm dich gleich abholen. Ich hätte oder mal. Da bestimmt, ich hätte mir mal ein Bett in Michaelsburg bauen sollen. Ja. Machen wir gleich. Also, siehst du, Markus, du weißt wieder, leuchtende Augen ist immer. Aber der andere war doch größer, oder? Den wir letztens gesehen haben. Der war doch größer, der andere, den wir unten am Dings gesehen haben. Nee, das war der. Sicher, der sah größer aus. Ja, das war der aber. Das war der? Das war der. Der eine. Darth Vader. Los, komm, sonst gehen wir mal Bibi entgegen.
Na, warte mal, ich kann gerade nicht, ich muss erstmal das ganze Zeug hier abladen. Und ja, ja, wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du mal eben Begleiter von Bibi mit reinnehmen. Warte, ich will mir gerade bloß meine Trinkflaschen auffüllen. Wieso sind wir denn eigentlich so weit weggegangen? Ja. Weil hier der Durchgang von den Spinnen ist und man da super coole Sachen kriegt. Und weil wir uns auch noch rächen wollten an den Mistviechern, weil die unsere Leute umgebracht haben. Deswegen haben wir das. Nein, ich meine, warum unser Zweithäuschen so weit weg ist. Weil wir das an der Hauptbasis machen wollten, weil wir gestern nicht so weit laufen wollten. Und weil Michael nochmal rummeckert, wenn man in seiner Gegend baut. Was? Hat er sein Gesamtbild zerstört. Was für ein Gesamtbild? Gut, ich bin aus, ist also Pause. Michael weiß schon, was ich meine. Ja, ja. Markus ist fürsorglich, weißt du? Im Gegensatz zu euch anderen. Das sieht nämlich so aus. Fürsorglich! Will ja nur, dass alle glücklich sind. Ja, wenn er fürsorglich ist, dann rufst du ihn nächstes Mal an, wenn deine Coupé kaputt gemacht wird. Ist ja bloß, das ist unlogisch, okay, Admin. Da kann ich schon fünfmal anrufen. Ja, mir ist es auch wichtig, dass ihr glücklich seid, wenn ihr uns helfen könnt. Deswegen genau. Rufe ich so oft nach euch. Ihr wollt doch auch gebraucht werden, hm? Ich weiß nämlich, wie wichtig euch das ist. Ja. Gerade in diesen Zeiten, wo man eh wenig zu tun hat. Rang des Tierinstinkts, was denn das Interessantes? Ein Trank, der Attributpunkte zurücksetzt. Cool. Ja. Habe ich gerade von dem Bossgegner gekriegt. Mhm. Ziemlich fett, oder? Nö, eigentlich nicht. Der hält ja nicht lange. Nee, eigentlich nicht. Ja, also, wir tun hier bloß hochziehen, bis du geht nicht mehr und von innen an die Treppe hochzuppeln. Genau. Hier ist auch noch ein Begleiter für dich, Michael. Jo. Ich nehme an, mein Begleiter ist da zurückgeblieben, wo ich. Ich habe mit rein, ja, ich habe ihn schon wieder mit einer Burg getan dabei. Michael jetzt eigentlich gleich. Der steht hier. Der was, dein Begleiter ist zurückgeblieben? Bring dir mal mit rein, bis Bibi da ist. Das ist aber nicht so schlimm. Er hat ein großes Schwert in der Hand, das ist egal. Herbert, meinst du, ne? Herbert, genau. Ja, den hab ich hier reingetan, der steht neben der erfahrenste Krieger von uns. Der Herbert. Wir hatten dem ein Abholtemesser gegeben. Dem Pferd. Richtig. Was, dem Pferd? Das kann unmittelbar arbeiten. Muss mal... Was? Ich nicht. Das ist ja eine Verschwendung von Inventarplätzen. Tiere sind die Mats alle bei dir oder was? Nee, ich brauche ja Bombus zwei Teile irgendwie vertauscht. Ehrlich. Gerade mal. So. Das ist hart. Und oben muss man dann so eine schöne Plattform drauf machen. So, jetzt rüsten wir mal noch Michaels Begleiter hier aus. Du müsst ja springen. Der ein bisschen Klamotten anhat. Wenn ich mal so gucke, die Plattform, die du unten hinbaust, sieht aus wie so ein Mandala. Das ist deiner, ja. Schatzsuche. Alles klar. Wo sind die Schuhe von dem hingekommen? Naja, Schatzsuche ist klar, weil Baumeister gab's nicht. Okay. Mir fehlen aber die Schuhe noch irgendwie. Warum fehlen dir die Schuhe? Kommt von Maike, gibt's einen Bob-Mod. Wo sind denn der andere Begleiter jetzt hin? Bob der Baumeister. Wo ist denn Herbert? Wenn du rausgehst, links, neben dem Nassum. Wenn ich rausgehe, links. Nee, drinnen hier, in der Burg. Wenn du raus aus dem Haupthaus gehst. Rausgehst, links. Neben deinem Dings. Gut, der müsste deine Schuhe noch haben. Hoffe ich. Der Schuh? Nö. Wo sind die Schuhe hin? Bibi, hast du noch Schuhe einstecken? Eigentlich nicht. Ist ja ein Ding. Ist ja ein Ding, ist das. Dann hat vielleicht. Ein Ringe-Dinge-Ding. Die Hütchen sind mau. Müssen ja drei Begleiter jetzt sein. Wo ist denn der dritte? Ja. Einer folgt mir. Komm mal her, Bruder. Hast du vielleicht noch? Ah, hier sind sie. So, wo ist denn dein Begleiter? Hm? Wo ist denn dein Begleiter drinne? Ach, der steht wahrscheinlich da drinne. Ja. Müsst ihr zumindest mal probieren, ein bisschen warm miteinander zu werden.
Ich habe ihm gerade Essen besorgt. Hast du ihm gerade besorgt? Essen! Die Fallen sind auch zum Essen. Nicht zu bauen werden. Ich bin ein bisschen dunkel, dünnhäutig. Nicht dunkelhäutig, mein Mann. Herrlich. Das wird schon wieder sehr. Morgus, ich glaube, dreht Morgus jetzt nie bewegen, dreht sich bloß mal um. Na, scheiße. Nie bewegen, dreht sich bloß mal um. Ich glaube, unsere Nase noch kopulieren. Ne, jetzt kommt es zu dir. Oh, nie kopuliert nicht mit fremden Nashörnern, den habe ich erzogen. Was? Eure Nashörner populieren? Ja. Nicht. Backt's. Sie probieren. Also für probier euch ja immer. Das dachte ich mir. Aber die Fußbruchstellung ist nicht so cool. Oh, habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. Ich habe das gestern schon ausgewertet. Also, wir nehmen jetzt mal die richtige Flash-Serie, der so schnell läuft, ne? Ja. Flash halt. Der hat da so einen schönen gelben Blitz hinterherziehen, ne? Ja. Bei Thomas wäre das eine Zackellinie. Mehr oder weniger. Er meint, das würde aussehen wie so ein EEG. Ja, ist lang. Jetzt können wir es uns vorstellen. Eine Zackellinie. Bibi, wo bist du? Meine Mauern sind alle tot. Noch ein. Vorne einen Moment. Ah, du bist ja schon, warte, ich komme dir mal ein Stück entgegen. Ich wollte nämlich mal bei Thomas vorbeigucken. Genau, hol sie mal ab. Ich bin ohne Hotte Hü unterwegs, logischerweise. Da war ich auch vor Faustung. Wo ist denn Hotte Hü? Bist du in der Relation? Gelaufen. Na, die hattest du. Ja, aber das hier. Kolbrick, die Klingel ist hier alle da. Wir sind Monster, Warzenschweine. Den sollte ich, glaube ich, nicht in den Weg laufen. Nee, vor allem nicht, wenn es leuchtende Augen hat. Immer merken, wenn es leuchtende Augen hat, dann ist es böse. Dann ist es ziemlich böse. Muss ich trotzdem. Also, wenn die Augen ist böse. Also, immer drauf achten, wenn es leuchtende Augen hat. Ist es entweder böse oder geil? Ich glaube, beides ist nicht gut für mich. Und das mit dem geil trifft nur auf mich zu. Mit den leuchtenden Augen. Aber das wisst ihr. Michael, gilt das auch für deine Katze? Wir haben einen Kater. Er hat auch leuchtende Augen in der Nacht. Egal, ob die Katze oder ein Kater. Was sind du für perverse Vorstellungen, Alter? Ich hoffe, ihr habt keine Haustiere, ey. Ich hoffe. Nein. Weil es gefährlich ist, ging es jetzt hauptsächlich nicht. Ja. Scheiße, Wasser! Ist das so eine gefährliche Karte oder eher so? Nö, es geht. Eine gemütliche Karte. Also rumspacken tut er auch manchmal. Eher Bandi oder eher Michael Cooper? In Conan. Klar, dass er ab und zu mal ausführt, wobei er wieder eine Gitarre spielt. Genau, ein Wolf war jetzt genau das, was ich brauchte. Wäre, glaube ich, schlimmer, wenn ich neben dem Tier Schlagzeug spielen würde. Oh, das geht nicht. Das, ja. Es kommt drauf an, ob es das Tier mag oder nicht. Wirst du dann erfahren, wenn sie ins Gesicht springt. Und halt drauf an, ob es eine Heavy-Metal-Katze ist. Das bist du, Bibi? Warte mal, ich sehe dich auch gerade nicht. Haben wir uns gegenseitig im. Ach, da oben, ich bin knapp über dir. Bist du oben auf dem Berg oder was? Ja, ja, ich sehe gerade, wie du da gerade Beinchen hast. Ach, da bist du. Alles klar. Jetzt machen wir erstmal bloß bis hier hoch. Reicht es. So, dann rüstet man noch Bibi aus und dann geht's in die Mitte, bevor der Sturm wiederkommt. Und dann tun wir mal her. Oh fuck. Ich bin mir nicht zugehört. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Könntest du das mehr Markus, wir müssen jetzt mal beeilen, weil sonst kommt der Sturm wieder. Ja eben, und wir haben gerade hier voll das Ding über, also hier Strudel über uns. Ach, das sind doch bloß die Leute. Naja, bloß ist gut, ja. Okay, komm, Bibi, komm schnell, wir müssen zurück. Nee, das sind doch bloß... Oh, wenn ich nicht mehr überlastet bin, komme ich sofort. Ach so, warte. Warte, ich gehe runter, sag das mal hier in Brutus rein. Das sind bloß 8 Leute. Achtung, Achtung. 3 und 5. Ach, du bist noch da hinten, Mensch. Ich hab dich gerade mit Dings verwechselt. Sag, da sind Brutus rein. So,
Warte mal, sag mal, Verbände hast du dich irgendwo gelagert, oder, Michael? Scheiße, nee, wir hatten wir welche? So, zack, naja, dir, oder nimm du Bodus, setz Struff und reit heim, ich komm hinterher. Du willst, Michael, braucht keine Verbände, der kämpft dich. Haha! Ha. Ich tu mich bloß in die sinnlose Reinschurz. Ich bin der eine. Sich ein. Eine flinke Katze. Der baut der einen, sich schnell ein. Zack, 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 zack. Dach drauf, fertig. Der baut sich ein? Ach, wie in Fortnite? Oh. Du sollst das F-Wort nicht sagen. Fließt gleich raus aus dem Stream hier. Sag doch nicht sowas. Sag doch nicht sowas, ey. Oh. Es war so ein schöner Abend. Es war so schön, ey. Es war so schön. Da ist die Streamleitung geschlossen, sag ich dir. Los, Horny, wir gehen. Wir zu Fortnite, lass dich hier. Wir gehen dahin, wo man coole Spiele spielt. So, also ich persönlich finde ja Fortnite richtig gut. Das sagst du jedes Mal. Ja, ist ja auch richtig so. Ich bin Blended Zoo total cool. Ich sag's auch nicht jedes Mal. Also, du musst erstmal die Erklärung von TH anhören. Genau, es ist ein Spiel, was die ganzen Noobs davon abhalten, sie guten Spiele zu spielen. Ja, das stimmt wiederum. Deswegen? Hast ja recht. Ist ja was ähnliches, gute Augen. TH, du müsstest deinen Fry hier unten sehen. Das springt hin und her, wie verrückt, weil ständig die umgebauten Teile von unten oben nach, von unten nach oben fliegen. Bläh, ich bin so unten. Allein. Ich komme schon. Ich will bei euch sein. Mein Horni, das ärgert sich. Denkt ja, heute immer nur an euch. Ich baue mir jetzt erstmal ein Bettchen. Ho, 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 ja, nie, ho. Machen wir jetzt ein Conan-Album? Ja. Da bin ich schon. 90 Monsterlein wollten heute bei uns sein. Du hast einen Kugelfall, ich nicht. Bissen in das Fleisch hinein, das fanden wir ja gar nicht fein. Dann kam der Tisch und hat uns gerettet. Wie immer. Als Dankeschön hast du dich mit ihm ins in das Schlafgemach gebettet. Warum haben wir mit ihm auch gewettet? Jetzt sind wir nie mehr allein. Ich dachte, 99 Monster allein. Und ich dachte, du hast gerne eingefettet. Ja, Baby. Behave. Ich bewege mich mal langsam aber sicher rein, um noch die Felle abzuliefern und Stein. Der TH möchte mich einbetten. War das gerade Verzweiflung oder Freude? Oder tat schon weh? Was von beiden. Verzweifelte Freude. Verzweifelte Freude. Das ist total behave. Freudige Verzweiflung. Es ist behave. Das ist so Vorfreude. Behave. Verzweifelte Vorfreude. Hallo. Lass mich mal rein hier. Nee, ich hab's geschafft. Ich warte, da kommt ein dickes Nashorn. Das ist Horny. Er ist nicht dick. Entschuldigung. Jede Folge muss ich das aufs Neue sagen. Eben. Horny ist nicht dick. Der hat nur schwere Bibi, Brutus folgt ihn und er will gerade in den Turm rein. Ach, das ist ja schade. Warte mal, ich nehme. Da muss er mal kurz warten. Zack. Deine Begleiter stehen draußen. Thomas, morgen früh bin ich auch oben. Was nimmt Bibi? Soll ich das Nashorn nehmen oder soll ich ein Pferd nehmen oder was? Wie machen wir das? Na, du nimmst dein Nashorn, Bibi nimmt das Pferd. Okay. Und da wir in der Mitte rennen, können wir gleich mal gucken, ob wir noch ein Nashorn finden. Na los, aber dann lass uns mal langsam lostütteln, weil ich denke mal, ich glaube eine Stunde oder so war ohne Dings und dann kommt wieder. Ja, na dann Stürmle. Los. Bibi, los, aufsetzen. Ich werf gerade mein ganzes Fell ab. Wie jetzt? Kannst du dich nicht später rasieren? Wo kommt denn Kristall rein? Und mit in den Ofen, in irgendeinen Ofen, haut es weiter in irgendeinen Ofen. Willst du noch eine Wand ziehen? Oh. No. Bis hoch, einfach im Kreise. Jo. Hier ist eine Ausruhplattform. Okay, ich bin sofort bei euch. Gib mir mal ein Horny zurück.
Du brauchst mein Nashorn nicht. Dieses Hörnchen gib nicht. Gib mir mein Horn zurück. Bevor es dir deine Knochen bricht. Gib mir Horn zurück. Und vielleicht lässt er dich leben, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall setzt er sich auf dein Gesicht. Oder auch nicht. Den Hit habe ich ganz alleine geschrieben. Das klingt ganz toll. Ja, das ist... Ja, nicht? Inspirierend. Inspirierend ist genau das, was ich gesucht habe. So. So. Das Schlimmste ist, wenn das Essen alle ist. Hier ist noch das Essen. Das sehe ich an. Soll ich dir noch was mitbringen? Hä? Sicher? Habt ihr alle Verbände einstecken? Ich hab nur welche, ja. Gut. Ich hab noch 5 Stück. Okay, dann los. Aua! Aua! Ey! Ach, die machen unsere Dings schon fertig. Pelikan. Nice Twitch. Die schlimmsten von allen gehen jetzt hier ab. Kann man sehen. Kann man sich sehen. Kann man sehen lassen. Ja. Jetzt sind wir aber definitiv Turmhöhe. Wo sind denn die Betten hier in dem Kaff? Was wie wo? Betten! Ne, wo sind die Betten? Wie meinst du das? Schläft hier keiner, ich muss mal irgendwo mein Bett hinlegen. Ach so, nee, wir haben das nur im Haus hier vorne, weil noch nicht, in der Burg noch nicht fertig ist. Da will sie schon bei dir einziehen und dann sowas, weißt du, das ist noch nicht mal ein Bett da. Ja, die Burg ist noch nicht fertig. Was ist denn in dem Haus hier vorne? Vorne, vor der Festung. Wo wir vor uns waren, das kleine Häuschen davor. Das kleine Libbisnest. Hier ist gerade eine Echse unter mir. Was machst du? Na, ich wollte raus. Warte. Also ich bin gib mir meine Echse zurück. Das ist jetzt aber nicht die Monster-Echse, oder? Leuchten die Augen? Blau. Jetzt ist er gerade wieder weggeschwänzelt. Aber zumindest an. Kennt ihr euch dann schon mal. Es kommt drauf an, das ist der Unterschied zwischen Monster-Echse und Monster-Echse. Verdammt. So, na gut. Dann ansonsten baue ich mal ein Bett. Ist dein Pferd? Du brauchst mal neben die Burg. Nee, warte, komm mal mit. Hast du dein Pferd? Nee, ne? Ich weiß nicht mal, wo hätte ich es denn mitnehmen sollen. Ich hol's dir gleich. Komm mit, tu dir erstmal hier dein Bett hier rein. Komm, um die Ecke hier, da ist das kleine Holzhaus. Da haben wir unsere Betten reingetan erstmal. Wie fürsorglich er heute ist. Ja, das unbedarfte Mädchen halt. Wir Girlies müssen zusammenhalten, Mann. Schon hier. Mensch, ich will kein Holz, ich will Äste. Das kann doch nicht wahr sein. Geht doch. Danke. TH, ich war jetzt bei 90. Oh nein, ihr dürft nicht zusammenhalten, dann schwingt ihr euch den ganzen Tag nur noch. Also bis zum Übergang. Die anderen nach unten wollte ich noch. 1, 2. Boah, jetzt habe ich nicht ernsthaft keine Äste dabei, ich fasse es nicht. Warum macht ihr die Tür zu? 97. Ich habe vielleicht Äste. Willst du Äste? Ich habe viele Äste. Gegen einen kleinen Obolus? Habe ich von den Besten der Besten gelernt. Ohne Obolus wäre super. Warum bist du so schnell? Ein weiser Mann, dessen Namen ich nicht sagen möchte, TH, hat mal gesagt, mach nichts ohne einen Obolus. Nein, das habe ich nicht gesagt. Öffne nicht deinen Popolus ohne Obolus, hat er gesagt. Nein, ich habe gesagt, wenn du etwas gut kannst, mach es nie umsonst. Ja, das war's. So, hier ist ja eigentlich bloß. Willst du jedes Mal für den Sex bezahlt werden? Tja. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie war das mit dem gut können? Ja, eben deswegen. Der voll die meine Fresse, ich bin so schlecht im Bett, das muss man erlebt haben. Ja, darf er dann noch zahlen? Ich brauche nur 2 Äste. Was ist denn jetzt mit meinen Ästen? Warum läufst du wieder weg? Ja, Äste, ja, kommt, Äste. 2 Stück. Wo ist der kleine Obolus? Moment. Ich bin so ohne Grenze. Gib mir jetzt nicht dein Gammelfleisch. Ach, du bist übel schnell. Oh, ja, gut. Das reicht mir, danke. Bitte 2 Äste. Das war 2 Äste wert. Für jeder ein. Oh, ich glaube, der kommt nicht mehr raus. Da musst du mal... Scheiße. Steht jetzt dein Nashorn da, oder was? Max, vielleicht ganz kurz einen Channel? Jetzt nicht mehr. Ja. So, los, in die Mitte. Geht nicht!
Wert steht hier. Ja, kann losgehen. Wo wollen wir lang? Wo wollen wir hier? Das ist, Hier lang. Folgt mir. Siehst du? Hast du mal auf die Karte geguckt? Ja. Ja, gut. Dann legen wir alle auf den Morgus in der. Bibi will mal Mama Spider kennenlernen. Will ich das? Mhm. Ich komme nicht mal dazwischen dazu, mir meine ganzen Fertigkeitspunkte und so auszugeben. Dafür haben wir keine Zeit. Da ist das Baby Spider. Da ist noch eine Baby Spider. Hier sind viele Baby Spider. Hm, mag schon. Na, Achtung, die anderen, wenn die laden sich auf, dann musst du weg. Diese rot. Ja, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Mama Spider war auf der anderen Seite. Nee, die ist auf der anderen Seite. Stimmt, die ist ja auf der anderen Seite. Geh doch mal weg, wir haben hier einen Arsch voller Spinnen. Ach, hier kommen wir wieder nicht runter, oder? Nee, komm, wir gehen zurück. Ist lustig, wenn die zu lahm sind. Nashorn-Invasion. Und ein Pferd. Dafür bist du schneller unterwegs. Da ich aber nicht so wirklich weiß, wo wir lang gehen, bin ich trotzdem nicht vorne. So, Moody Spider ist jetzt links. Oben. Das sind hier, glaube ich, zwei jetzt sogar. Also rechts und hier geradeaus ist eine. Das liegt an dem Sattel von dem Nashorn, dass der nicht rennt. Ja, ist Moody Spider. Wo ist denn da? Geradeaus. Also links jetzt von mir. Sind nicht die Große da? Ja. Nee, hier? Nee. Warte, noch ein Stück ran. Ach da, ja, jetzt. Tiere abstellen, ein bisschen weiter weg, oder? Ja, wir gehen hier runter, oder? Okay, ich dachte wohl, die kalt machen. Nee, bist du verrückt? Obwohl, wir haben ja drei Begleiter, eigentlich können wir die kalt machen. Los, wir machen sie kalt. Jetzt hängen die aber. Innenbegleiter. Schalalala. Wir dürfen in der Leitung begrüßen. Die hängen auch Spinne-Ampo. Spinne-Ampo Mexiko? Wen dürfen wir in der Leitung begrüßen? Jemanden. Okay, los, wir machen sie fertig. Ja, tu aber mal dir unsere Tiere ein bisschen weiter weg. Und abstellen. Wie kommst du auf drei Begleiter? Hast du den nicht mitgenommen, Herbert? Mir hat keiner gesagt, dass ich irgendjemanden mitnehmen soll. Okay, dann haben wir zwei Begleiter. Ihr habt nur Stress gemacht, dass es endlich losgehen soll. Aber wo man das lieber sieht, komm hier, wir laufen lieber in der Mitte, oder? Scheiß drauf jetzt. Wir brauchen sie nicht zu lange, sonst kommen wir wegen Sturm. Na gut. Sonst kommen wir wieder in den Sturm rein. Komm, wir laufen durch. Also wieder runter. Ist zwar schön gedacht, aber die ist bei uns vor der Haustür, da können wir immer noch hingehen, wenn wir wollen. Ja. Ja, gut. So, da werde ich mal am Turm ein paar Kisten aufmachen. Was? Achso, ja. Ey. Ah, nee, ihr wolltet jetzt dahin machen. Ja. Du kleine Sakratte, ey. Ist ja ein Arsch, ey. Also, Thomas, ich bin ja. In der blauen Wolke. Ja. Ich sehe den Turm. Wenn ich jetzt fallen lasse, gibt es unten eine Explosion, oder? Möglich. Wahrscheinlich gibt es eher einen Fettfleck, oder? Eine Klappe. Warum? Ist jemand von euch vom Turm geflogen? Nein. Wo kommst du auf die Idee? Elefanten. Und ein Tiger. Wenn ich jetzt Fliegen ausschalte, schieße ich da runter. Alter, was ist denn hier geil? Hier waren wir noch nie, oder? Bist du schon mal lang gelatscht? Ich noch nie. Der Elefantenfriedhof hier. Ach, da bin ich bloß drum herum gelatscht, stimmt. Immer in Bewegung bleiben, Baby. Du hast hier ein paar T-Shirts unter dir. Aber bei Pferden ist gut immer in Bewegung. Du bist halt normalerweise schneller.
Ich falle. Und nirgendwo hängen bleiben, Bibi. Das ist ja, das Ordnung. Das habe ich gerade. Danke für diesen wertvollen Hinweis. Ich hab's gerade gesehen. Ich falle. Nee, für Michael. Den Tiger mal vorgeklatscht. Ich bin entspannt, wenn hier mal kein Sturm ist. Ja, das ist eine schöne Ebene hier, ne? In aller Furzlange irgendwelche Gegner vor dich kommen. Das wäsche, wenn's rot wird, lieber meide, gell? Dann müssen wir hier unten ran. Alter, oh Gott, hier sieht's aber... Das heißt, im Grunde genommen ist es rot, mach es tot. Alter, warum ist hier Asche? Ich bin nicht festgefahren. Warum ist hier Asche? So, kommst du klar? Oni hängt fest. Alter, das ist ja krass. Ich war hier noch gar nicht. Markus, du warst schon mal hier, ne? Ich war ja, ich bin ja mal durch. Ich war noch gar nicht hier. Was Alter, genau wie krass ist das denn? Bitte? Was genau tun wir hier eigentlich? Oh, oh hier sind die komischen Geisterviecher schnell durch. Alter, Markus, weißt du, wo die Kisten sind? Ja, die müssen wir ab sich loben. Über 50 davon sind automatisch. DH, wo sind die Kisten? DH, wo sind die Kisten? Am Aufgang. Also sind wir in der Aschenhölle total falsch. Wo? Am Aufgang. Welche oh Gott, Aufgang ich kriege Energieverlust. Mich auch. Ist euch vielleicht kalt? Ja. Welcher verfickte Aufgang denn? Dann solltet ihr wieder gehen. Raus hier. Guck mal zu mir mit. So, Markus und ich, wir nehmen auch gerade hier einen Ausgang. Ja. Wo ist denn hier ein Aufgang? Wo sieht denn hier ein Ausgang? Nee, ein Aufgang. Ach da, okay, ich komme mit. Da ist ein... Oh, wo ist denn da ein Aufgang? Ach, da hinten, nee, wo ist... Hä? Am Aufgang bei dem Turm, oder was? Ja, ja, am Aufgang bei dem Turm. Das ist ein Tor, oder was meinst du mit Aufgang? Genau. Und zwar, im Prinzip, wenn du vom Süden, direkt vom Süden auf das Tor zuläufst. Auf das Tor? Warte, wer ist denn das? Ach, das ist Thomas, ja. Ach hier, das Ding. Ich muss doch gucken, wo ich hier rumkriecht. Vom Süden? Sicher, dass du die Himmelsrichtungen beherrschst? Aber das ist kein Ach Süden. Hier, ich sehe es, ja. Hier ist eine Truhe. Wo bist denn du? Na, beim Turm. Ach da. Genau, zwei Versuche jetzt. Wo genau bist du denn? Das ist ein vertrauter Axt, oh Scheiße! Renn doch nicht weg. Nee, war nix. Raus hier! Mann, ist ja nun mal gut. Flucht? Kann man dir helfen? Nee. Ich bin an der Brücke, ist das Risch? Nee, ne? Ich bin hier Risch. Das hat sich schon erledigt, weil war kein Bogen drinne. Hey, Michael, wo bist du denn? Bist du oben? Nee. Ja, ich bin oben auf den Dingern, oder? Da war das ja nicht. Habt ihr die Minimap nie aktiviert? Doch, doch. Deswegen war ich ja gerade irritiert, ob du. Weil ich dich nicht gesehen habe, aber dich nicht. Ach hier, du bist hier. Das bin ich. Wo ist denn Morgus hin? Lebst du noch? Morgus ist wir sind schon draußen. Ach, dort bist du. Wo bist denn du da reingekommen? Süden. Süden, Mann. Okay. Ich sag Süden, vom Süden her. Aber wirklich Süden, ne? Nee, das ist ja. Oh, also Bogen ist nicht. Kannst du da entspannen? Komm, wir laufen mal nach Süden, mal gucken. Komm jetzt raus. Oh. Mama, Speiler 2! Wo sind hin? Haben wir diese kleinen Mistspinnenviecher? Die gehen mir auf die Gandare hier. Kleine Spinnenmistviecher werden da gar nicht das Problem. Oh, fuck. Ich hab die Hölle hinter mir. Kann man dir irgendwie helfen? Ja, was war das jetzt?
Achso, Thiel. Was hast denn du gepult? Ich? Thiel, hast du noch Schlüssel zufällig? Nee, ich meine, Markus hat eine riesen Spinne gepult. Alter, weg! Jo. Wo ist denn? Hilfe! Hier zu mir. Okay. Oh, Papa Spider! Wir kommen! Scheiße! Oh, ich renne natürlich Alter, die schon der und fliege hier runter. Es eskaliert! Pass auf, Bibi, das ist ein Abgrund. Naja. Totale Eskalation! Ach, hier ist riesen Spider, ja. Ach, oh, scheiße, und ich hab kein Wasser mehr. Ich kann hier stehen, aber Markus sehe ich nicht. Wo bist denn du? Abgeflitzt. Komm zu mir, Markus. Der pullt alles. Ich hab kein Wasser mehr. Ja, wieso pullt der alles? Der rennt doch nicht durch die Gegend. Wow. Ach, warte, was kriegt ihr? Guck mal, Wasser. Hat irgendjemand Wasser? Ich hab Wasser. Wo bist denn du? Ja, keine Ahnung. Ich hab drei Säcke einstecken. Hm? Scheiße, hier kommt alles an. Dann bleib doch einfach mal stehen, wenn du Wasser brauchst, Mensch. Ja, okay, so. Ich weg. Die haben. Oh, danke. Die haben das Flugding. Scheiße, na, ich bin tot. Okay, wir kehren zurück. Oh. Ja, weil du. Auch nicht, du rennst einfach blind los. Wieso bleibst du nicht stehen? Ja, weil ich die ganzen Gegner hinter mir hatte. Ja, dann nimmst du dein Schild, blockst die ganze Zeit, wartest, bis zur Hilfe kommt. Bis dein Freund die umgekloppt hat. So, ja, warte, ich muss mal kurz runter. Ist hier was in der Nähe? Nee. Mal kurz heilen. Sind auf jeden Fall meine Leute noch dort. Ich hab nicht mal eine Waffe, fällt mir gerade auf. Scheiße, ey. Was sind die verloren? Da kommt gerade ein Büffel an der Rand. Na warte, ich komm gleich wieder dahin. DH ist aber ja da, scheiße. Oder? Ich bin hier. Genau. So. Dann machen wir eine Biege. Lass mal mein Wasserzeug hier aufladen. Nee, setz schon wieder drauf, du kannst. Wir haben nur unseren Dings. Oh, der ist gleich tot. Oh, der ist ja einfach Büffel. Ist aber gut, dass ich einmal draufgehauen habe, weil das hat mir auch Erfahrungspunkte gegeben. Ja, sehr gut. Sonst hab ich halt bloß, dass, falls du abhaust, dass ich da den auf mich legen kann oder so. Also übrigens, ein Bogen ist aus den Kisten rausgekommen, wenn du den haben möchtest. Wo denn? Ne? Den habe ich einchecken. Ich habe noch ein paar gelootet von ein paar Kisten. Ja, ich will ja selber looten. Wenn du ihn selber looten willst, dann möchte ich ihn auch selber looten. Dafür kann ich aber nicht. Da musst du aber auch Mobs töten und zum selber looten. Ja. Mobs töten? Mobs töten? Also, du weißt schon, was ich meine. Das sind ganz große, hässliche Viecher. Man tötet keine Mobs. Nein, ich weiß, man tut sie lieber lieb haben. Und, ach nein. So, wo hast denn du deine Dings verloren, Markus? Weißt du es ungefähr? Dass man es dort schon mal hin. Na, da, wo ich tot bin. Siehst du ja auf der Karte. Nee, ich sehe dein totes Ding hier. Hä? Siehst nur du. Verloren, getötet bei 9 J9. Ja, das sind wir doch, oder? Ich sehe die Zahlen, aber wo sind die Buchstaben? J9! Sicher? Sehr sicher, weil da ist mein Totenkopf. Seht ihr mich? Ja. Heiliger. Dann folgt mir unauffällig. Heiliger TH. Heilige Diagina. Was denn? Ich hab ein Tier geschossen. Was ist das? Oh, hier sind die ganzen Bullen, scheiße. Der nächste, der hat die ganzen Bullen. Alter, der hat sie alle fertig gemacht, der Dings. Geil, wie geil. Oh, Alter, die müssen wir häuten. Ja, gibt dickes Fell. Ich häng in dem blöden Nase und ich komm hier nicht weg. Du kannst ja auch nicht mal draufsteigen, da geht das wieder, wenn du draufsteigst, ne? Aber hoffentlich nicht auf in meinem Nashorn. Ich komm nicht weg. Aua, da ist noch ein Nashorn. Scheiße. Was mach ich denn? Au! Das hat mich erwischt. Das hat doch ganz schön Bums. Gefährlich! Haben die mich aber mal aufs Allerfeinste weggebürstet, ey. Wie er weggeflogen ist, herrliche Fuh! Falsche Taste gedrückt, ey! Oh, die sind eigentlich gar nicht, hat gar nicht so viel. Da kommt der Büffel angesprintet. Ja, du könntest. Ja, wollte mich schon von hinten, ey, das kann nicht sein. Perverses Büffelschwein, dafür wirst du gehäutet. Oh, ey, überall. Das ist doch nicht normal. Mann, könnte mal irgendjemand in diesen blöden Nashorn pullen? Was denn für Nashorn? Ich komm nicht raus! Dann tu dich doch einfach ein bisschen
Bist du? Ach da! Nee, Map, warte. Map-Steuerung Rechtsklick. Ja, ich weiß. War es das Nashorn hier? Ja, genau. Okay, jetzt ist es zu spät, oder? Ich hätte es auch nicht gemacht. Du kannst einfach, geh einfach mal auf Folgen. Oh, ich hab dein Warum habe ich hier gefunden? Menschenfleisch? Morgus, habe ich dich jetzt zerstückelt? Hängst du jetzt auch drin in der Kiste? Ich komm schon, bin gleich da. Du kannst einfach E drauf drücken, das folgt dir automatisch, wenn du drauf sitzt. Haltet die Stellung, ich rette euch gleich. Genau. So, Morgus, du hast keinen Nashorn mehr? Wie, ich habe keinen Nashorn mehr? Nein. Ja, Honi folgt jetzt deiner Dame. Das hält jetzt Wache. Honi, ich komme! Übergenau. Diesmal wirst du nicht sterben, ich rette dich. Übrigens musst du das dann, wenn... wieder Häme abstellen, ne? Fühlst du dich cool? Auf Wache stellen. Fühlst du dich cool, wenn du durch die Kante schweben kannst? Ich hab's auf Wache gestellt. Wird der Späte cool? Nee, du musst hier, nochmal als Tipp, Bibi, genau, du musst, wenn du das anwählst... Moment, jetzt gehen wir auf den Sack. Immer auf diese Hand hier Wache halten, ne? Weil das... Wenn ja, du das bloß auf Wache halten gestellt. Wenn du das nämlich hier bloß nicht mehr folgen und das ist, wird irgendwie zurückgespawnt, geht das immer an dem letzten Platz, wo Wache halten war, weißt du? Wenn irgendwas ich ist. Auf Wache halten gestellt. Ich bin aber nee, bloß so als Tipp zu merken, ne? Wenn du das irgendwo hinstellst, immer oder wenn du, bevor du rausgehst, immer dein Tier auf Wache halten dort hinstellen, damit es dann dort wieder spawnt, weißt du? Ja, zum Wache halten gestellt. Ich verstehe das Problem mit dem Nashorn. Ich hänge auch gerade in dem Nashorn fest. Aber du kannst versuchen, drauf zu steigen, ja. Dann geht's immer. Was soll denn das? Kapau. Was denn? Platz in deinem Inventar. Für was denn? Ich hab hier nur Tricks einstecken, wenn du das brauchst. Ich hab nur, Dings hat auch noch was frei hier, Nasi, also Brutus. Immer und. Ah. Nochmal. Oh, danke. Nimmst du immer gerne an. Ja, weil ich war jetzt die ganze Zeit überlastet. Was soll ich immer 3 oder 4 zu viel einchecken? Hier ist übrigens ein Meteor, falls jemand braucht. Nö, da haben wir genug eigentlich. Okay. Hier sind mehrere Meteore. Kann man eigentlich deinen Kadaver plündern? Nein, aber du könntest ihn häuten. Ich hab gerade drüber nachgedacht. Ich hab ihn aus Versehen gehäutet. Ich hab nämlich irgendwie Menschenfleisch eingesammelt. Aber er liegt noch da, der ist noch nicht komplett gehäutet. Was? Ne, bei mir ist er schon weg. Ich weiß nicht. Nee, da lag ein totes Nashorn drauf, was ich, oder ein Büffel oder was das war. Ja. Und das habe ich gehäutet und da habe ich aussehen nicht mitgehäutet, tut mir leid. Dann sollten wir ihn erstmal häuten. Sicherheitshalber. Was schießt du denn da eigentlich ab? Warum ist denn da der große blaue Strudel über uns? Das hört er immer, der ist eigentlich über den Turm hier. Genau. Der darf bloß nicht rot sein. Explosionspfeile bringen nichts. Aber für was sind denn die dann gut? Die haben Schaden. Mit den Explosionspfeilen kannst du die Meteoriten aufmachen. Mit einem Pfeil. Achso, ja, nee, aber gegen Gegner habe ich immer überlegt. Weil das sind die echt cool. Ist ja nicht unbedingt effektiv, aber man kann gut mit rumspielen. Ja, habe ich letztens so. Habe ich in der anderen Map gemacht. Das ist voll die Weibergemeinschaft hier. Max ist der einzige Kerl, ja. Oder? Der fühlt sich wie Hahn im Korb, ja, ich weiß. Ja, wir haben ja festgestellt, dass es kann halt nur einen Alpha-Cop geben. Ja, offensichtlich. Gut, dass ich mich tatsächlich auch für eine Frau entschieden habe. Finde ich gut. Besser ist das. Ich finde es meine Lederhose, die ist gut, oder? Das ist ganz schöne Oschis vorne dran. Aber ja, die Lederhose steht ja. Ganz schön, ja. Hat ein bisschen übertrieben. Das war beim ersten Mal. Ich habe die genauso gemacht wie beim... bei der ersten Staffel. Wer hat die Scheißoperation bezahlt? Das sind echt! Das ist keine Operation, das ist echt! Das ist Operation Echtheit. So, ich stehe jetzt an meiner Leiche. Achtung, gleich macht's Bumm. Das ist echt! Wo genau seid ihr? Ich stehe jetzt bei dem Toten. Ich habe übrigens Nacktheit aus, also bei mir haben alle noch Hallo? Irgendwas an. Deswegen kann mich Morgus nicht nerven, der hat mich ganz am Anfang immer genervt, wollte mir sein Ding-Dong zeigen, aber geht nicht. Hallo! Wo bist du denn? Na, ich stehe ja bei meinem Totenkopf, wo seid ihr? Du bist so. Hä? Wir stehen hier auch rum. Warum ist dort ein Totenkopf von dir, Markus? Nee, wir sind auf der anderen Seite. Gucken wir mal auf der Map bei uns. Ich wollte gerade sagen, du liegst hier, wo wir stehen. Du bist bei unserem alten Testturm. Was machst du denn? Hä? Du bist ganz woanders, ja. Da, wo wir stehen, liegt eine Leiche von dir.
Die schon gehäutet haben. Falscher Totenkopf. Okay. Du bist ja öfters gestorben, stimmt. Kein Ding. Guck mal, ob ich noch ein Nashorn finde und dann komme ich. Oh, mein Wasser ist demnächst leer. Wir sollten so langsam du bist mal nur. Zur Potte kommen. Du musst irgendwo noch Wasser rumliegen von mir. Warte mal. Da habe ich getropft, wo Markus gestorben ist. Ich nehme erstmal meins, ja, ich noch ein Nashorn finde. Danke. Ich habe 3 einstecken. Deswegen habe ich nämlich eigentlich auch hier den Totenkopf hingemacht, um die Nashörner zu markieren. So, ja, ja, das war deine Absicht. Ich gehe jetzt mal zu Fuß hoch und werde dann den Testsprung machen. Nee, ist tatsächlich so. Ich habe die damals markiert. Komm mit. Okay, kein Nashorn, ich hau hier ab. Das klingt, als ob dich schon wieder irgendwas verfolgt. Alles aufgeschmissen ist leicht. Ich nehme schon mal den Bogen in die Hand. Hilfe! Weißt du, da kommt bestimmt um die Ecke und dann hier so 20, 30 Viecher so eine hinterher. Ja. Ja, ja, ich sehe es auch schon. Hallo, weißt du, hallo, wieso? Hallo, man sieht bloß. Komm, wir laufen die mal. Ein Pferdchen? Will jemand ein Pferdchen? Nee, haben Pferd. Pferd haben wir genug. Dann hätte ich ein eigenes, keine Ahnung. Willst du ein eigenes? Wir haben nur noch, glaube ich, in der alten Basis haben wir auch noch welche. Musst du mal gucken, was. Oder willst du dir eine selber einsammeln, wie du willst? Cinderella mitsammeln darf. Ich werde mir irgendwann auch mal ein eigenes holen müssen. Ja, das ist bestimmt auch eine Aufgabe. Aber. Ich kann mir gerade nicht leisten, überlastet zu sein. Heute glaube ich nicht mehr. Na, Entschuldigung. Bin ich ja völlig ein Drehtrall, ja. So, jetzt einfach nur geradeaus und dann bin ich bei euch. Gleich da. Lauf nicht weg. Nee, müssen wir mal. Michael, hast du gerade. Bitte? Alter, ein Fahnen lassen? Nicht gemobst, weil Brutus steht hier noch. Ach, Scheiße. Ach ja, stimmt. Bin auf dem Fall. Wie bitte? Fragt ja nur. Aber ich habe gerade gehört, dass du meinen Nashorn geklaut hast. Ich wollte dich anfangs erst aufregen. Ich hab bloß mal kurz 2 Meter, weißt du? Markus hat ja damals mein Pferd fast umgebracht wieder. Ich sehe nur, wie gerade so ein Nashorn davon reitet und gucke neben mich. Brutus. Ja, ach, warte mal, wenn Brutus die sehen gleich ist, aus. Die müssen wir andere Farbe machen. Vor uns noch Vorträge halten, weißt du? Hast du meinen Nashorn genommen? Aber Horny hat doch vorne einen Panzer. Auf ja, 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 es ist ja gut, ist ja gut. Aber selbe Farbe, so fertig. Ja, ja. Erkennt man kaum. Die haben alle Hörner, das ist doch, sieht doch alles gleich aus. Auch nicht der monströse Sattel, der da drauf ist. Ich wollte gerade sagen, das schimmert auch so grünlich, also das Horn, aber das liegt eher an der Leiche. Es läuft, es funktioniert. Warst du auf Sterben? Wow. Ja. Aua, hey. Au. Nein, ist nicht, ich, kommst du klar? Bleib mal hier schlafen, Mann. Gegen. Alles gut. Es funktioniert. Pass mal auf Dings so, wir schlafen mal entgegen. Ja. Pass, als ob ich mir auf Stufe. Irgendwas hier auf irgendjemanden aufpasse auf Stufe 19. Ach, das geht schon. Ich glaube, hier müsste ja keine Riesenviecher. Ich habe Stufe 47 und sterbe hier alle vor zu lang. Oh, Insekten, super. Morgen ist aber immer ein bisschen leichtsinnig, das musst du wissen. Wenn halt einer, der drauf geht, weißt du, nicht nur redet, sondern nur macht. Weil auf dem letzten Server der Admin war, da ging das. Ja, ja, da ging das, ne? Da konnte er sich, wenn er tot geht, gleich wieder hin teleportieren. Da war ja wohl so gelevelt, dass ich das konnte. Naja, du bist trotzdem tot. Also, es ist geil, also Fluchtweg, die. Ja, war. Ach, da bist du ja, wo bist du noch? Es macht Spaß. Ja. Wow. Was sind das für Würmer? Rennen die dir hinterher? Ja. Wem auch sonst? Ja? Ah, nicht so spät schon. Sieht aber absolut sicher, haben sie gesagt. Ist weniger. Viel Spaß beim Turm, haben sie gesagt. Das ist offensichtlich sowohl Frauen- als auch Monstermagnet. Ja, ja. Ja, ja. Also ich meine, das Monstermagnet sehe ich ein oder was andere. Alle wollen sie mal an dir klappern. So ist das. Ja, Hilfe, jetzt können wir ganz riesen Viecher. Scheiße, jetzt muss ich abhauen. Ja, das kennt ihr. Rennen die auch Ewigkeiten hinterher? Glaub mir. Wenn sie einmal ein Auge auf dich geworfen haben, wollen sie dich haben. Oh nee! Da ist er ja wieder. Warum Orni kommst du jetzt alleine hier an? Weiß nicht. Einfach vergessen, Messe. Michael, hey, bleib mal hier stehen. Pass mal auf, ich geh ihn mal holen. Okay. Ja, ich habe derweil mit den komischen Kunilingus-Viechern mich beschäftigt. Conny, endlich sind wir wieder zusammen. Da liegt noch deine Leiche. Ja. So, jetzt haben wir genau 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir gehen wieder zurück. Möglichkeit 2, wir gehen jetzt zu den Viechertönen, damit wir Schlüssel kriegen und gehen wieder zurück. An den Turm. Sag nichts, dann muss.
Musst du wissen, was wie die Zeit noch ist? Das mal Kisten. Was können wir? In die Instanzen gehen, da gibt es auch ab und zu Kisten. Eine Spinninstanz auch? Eventuell. Wo man eine Spinninstanz? Das ist immer zufällig, dass man, wo man eigentlich steht. Wir können auch in die Spinninstanz gehen, ja. Die ist bei uns, da brauchen wir nicht so lang, weißt du, immer jetzt, weil wir wieder Zeug gesammelt haben und dann dort wieder hin und gehen wir bei uns. Aber erst gehen wir mal kurz hier nach rechts gucken, ob da noch ein Nashorn ist. Ja. So viel Zeit muss sein. Das ist ein Büffel. Ein Büffel hat mich übrigens getötet. Alles klar. Ich sah bloß noch seinen monströsen Schädel, wie er auf mich zustürmte. Ja, wenn ich gerade das Wasser aufheben, dann war es auch schon vorbei. Das ist gemein. Ja, das war wirklich gemein. Ich habe mich praktisch selber getötet und wurde zusätzlich noch vom Büffel überrannt. Das ist nicht unschön. Der Körper hat gesagt, ach, du hast jetzt das Wasser? Das ist ja schade. Ja. Er hat extra noch gewartet, bevor er Anlauf genommen hat. Genau, also lass es dir schmecken in der Hölle. Ja. Trink langsam. Ach scheiße, jetzt hab ich... Hier ist alkoholfrei, du Penner. Jetzt hab ich Schwarzkirsche verpasst, die hat mal reingeschaut. Das ist so, weil ich es nicht geguckt habe hier. Mensch. Mit Alkohol. Mensch, tust du auch mit deiner Community interagieren, meinte? Na, auf Twitch ist noch nicht so viel los bei uns, deswegen. Aber auf YouTube dafür. Ja, YouTube, nee, muss ich aber sagen, YouTube, die Streamaufnahmen, die gehen eigentlich ganz gut. Also für dafür, für so ungefähr knappe 100 Abonnenten, gucken sich das relativ viele Leute an. Also für, ne, für die kleinen Abonnentenzahl geht das ganz gut. Kann ich nie meckern. Die wetten alle immer, wann ich das nächste Mal sterbe, ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich zum Trinkspiel geworden. Ah, ja. Na, eigentlich, wenn wir reiten und die wieder in den Abgrund stürzt, da musst du ihn saufen dann immer. Das Mark Bundy Trinkspiel. Immer bei jeder Folge voll. Immer wenn Mark Bundy immer, oh nein, schreit, müssen sie ihn trinken. Oh, jetzt ist der schon wieder gestorben, der Penner, ey. Oh. Wer ist gestorben? Nee, Sachen, die immer. Ach so. Oh Mann, der ist schon wieder ein Schreck. Ja. Das Mark Bundy Trinkspiel. Ja. Ja. Ich krieg auch eine Mark Bundy Gedächtniskirche, wenn ich so weitermache. Leuchtende Augen, was da hinter uns herläuft. Das, die sind normal. Die haben immer leuchtende Augen. Aber gut, dass du aufgepasst hast. Das sind Steinnasen, die leuchten immer. Also die dich mit zwei Schlägen weghauen, das sind die nicht normal. Alles außer Steinnasen, die leuchten immer. Alles andere ist dann schlimm. Außer, also, die Steinnase hat gelb leuchtende Augen. Also, die kommen aber von überall. Ja, Steinnasen hier ist... Oh, gelb ist Dings. Ja, wenn die Steinnasen richtig ekelhaft gelb leuchten, dann würde ich weglaufen. Ah ja, stimmt doch, die leuchten alle gelb hier. Also komplett, ja, ne? Leuchten. So komplett müssen die, als wären die durchsetzt. Die normalen haben roten Augen und diese Boss haben gelbe Augen. Oh, Panda haben wir auch noch hier. Mensch, ist ja alles dabei. Wenn die so nuklear leuchtend aussehen, dann... Ah, okay, alles klar. Also sind, wenn sie verstreut sind. Wahrscheinlich... Ja, nur Markus rennt noch gleich hier in die Dings rein. Genau, mittendurch, ich merke schon. Wir haben ja nicht schon Panda und Steinnasen und Klaus Jürgen und wen auch immer hinter uns. Ach, wir haben mal das Rumgeheule wegen ein paar Gegner. Wenn der sterbt, irgendwann der mal absteigen. Zur Zeit ist es ein bisschen ungünstig. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir hier campen, ja. Du hast 1, 2, 3, 4 Steinnasen hinter dir. Ach, die können nicht. Das ist ja sozusagen das Steinnasen-Bootcamp. Ja. Mark Bundys Steinnasen-Bootcamp. Das ist halt Hit and Run, weißt du? Den Gegner hat keiner gesagt, dass sie nicht hinterher rennen dürfen. So, hier ist ein Nasen. Kriecht gerade irgendein Gnu in den Hintern. Oh Gott, und Nashorn. Hast du nicht einen Nashorn gesucht? Hier ist eins. Irgendwie ist tolle Hose. Schön, ich höre Markus oben, aber nicht übers Mikro. Markus? Bin schon das zweite Mal hochgelaufen und runtergesprungen. Markus redet die ganze Zeit, ich höre ihn nur nicht. Hallo. Ja, jetzt? Hallo, hört ihr mich? Jetzt wieder, ja. Was machen wir denn? Baby Nashorn abhauen! Ich bin überlastet, scheiße! Haltet mir die kurz vom Leib? Ja, wird gemacht. Wo bist du? Warte, ich muss bloß das Baby Nashorn umladen.
Sehe dich gerade nicht, lese gerade im Okay. Okay, aufsteigen, weg hier, wir haben's. Sehr gut, dann geht's jetzt erstmal wieder nach Hause und dann gehen wir noch in die Spinneninstanz. Ich hab nicht gedacht, dass es da noch was gerade passiert ist. Markus hat schnell runter und ein Babynashorn eingesammelt. Du musst die einsammeln, dann können wir die in dem Stall wieder aufziehen, weißt du? Und dann kannst du dann Oents kriegen. Was, man kann sie einsammeln? Die Babynashorner musst du einsammeln, genau. Die Babys aber, weißt du? Die rennen manchmal mit hier rum. Okay, ich glaube, Markus redet immer noch oben, aber wenn Markus so laut redet, hört man ihn hier nicht übers Mikro. Dann mach ein Babynashorn. Was, wo bist denn du? Du nimmst das Baby noch so auf, haltest es dreimal und steckst es in den Rücken. Oh, Kai, kannst du mir da eins mal einen Reiter noch so? Na gut, wenn ein zweites ist, weil da würde ich gerne eine andere Farbe machen, dass wir uns unterscheiden können. Jo, Abgang! Nein, das da schon gefällt mir nicht. Ich möchte eine andere Farbe haben. Oh, Alter, fliegendes Nashorn! Ja. Markus, wo willst du hin? Wir müssen nach Norden. Guck mal, ob ich noch ein drittes finde, aber das reicht doch. Abgang! Das gefällt mir nicht, die hat eine andere Farbe. Damit man nie wieder verwechseln. Michael, bleib mal kurz stehen, bitte. Warte, ich schick dir mal ein Foto. Wovon genau schickst du immer ein Foto? Zeig ich dir. Das will mir nicht wissen. Hat er letztens so, wo das nie mit seinem Dödel ging, weil ich ja Nacktheit ausgestellt habe, hat er mir gleich ein Foto geschickt. Ja, er ist halt ein bisschen stolz. Ja, man muss es immer zeigen, was er hat. Nein, verstehe ich schon. Ich bin stolz dabei. Ja, ich meine, vor allen Dingen, teilweise ist ja mehr stolz als andere. Ne? Ich kann euch nicht hören, mein Mikro ist leider aus. Ich kann euch nicht hören. Hast du, Markus? Was für ein Satz? Du willst was schicken, Markus? Hab ich. Hä? Auf was? Auf Discord. Ach so, auf Discord. Das zeigt es bei mir nicht an. Also, zeigt es mir keine Neuigkeiten. Der Beweis, dass du niemals cheaten würdest. Du fliegst? Der Cooper fliegt? Was? Echt? Ja. Ich reite doch. Von wegen. Er ist über die anderen aufregen, aber selber hier durch die Gegend schweben. Das ist für ein geiler Bug. Sieht lustig aus, weil du so auf den Vorderfüßen schwebst. Lalalalalalalalala. Hä? Ach, du hast es im Dings-Channel gepostet, oder? Ja. Ach so. Alter, wie geil ist das denn? Das sieht bei mir geil. Ich dachte, das Nashorn wäre weg, aber ich schwebe ja mit dem Nashorn, wie ich das wieder hingekriegt habe. Brutus ist halt schlank, majestätisch, ne? Arsch in die Höhe. Brutus ist halt schlank. Kennt ihr Michael Hatzius? Nee. Kennt ihr die Echse? Ja. Und der hat auch so ein Schwein, zwei Schweine. Und das eine ist Steffi. Da muss man gucken, da gibt es sowas. Ich bin schlank. Ach doch, ich glaube, das habe ich Steffi schon gesehen. Steffi, kennst du? Ich bin schlank. Steffi. Sie klingt wie so Estage. Oh, das so großes hier. Nee, das ist aber gar nicht so groß, dieses Arschloch. Ja, ist ja schon wieder spät geworden. Das Pferdekack. Wo rennt ihr hin? Ihr rennt zur alten Basis. Ich hab doch Gummibärchen. Wie, wir rennen zur alten Basis? Na, jetzt nach links und dann sind wir doch da. Ja. Wo Kreis des Mondes? Wo bin ich denn hier? Ist ja also bei Stone Age. Jetzt zwei Nashörner mit Emma hab ich noch nie gefunden. Müssen wir erstmal dann ein Tierferch bauen. Du hast ein Tiger im Hintern. Das macht nichts. Markus, rasier doch mal deinen Hintern wieder. Hab ich doch. Wenn Baby sagt, du hast einen Tiger am Hintern. Ein Tigerkätzchen? Ja, jetzt haben sie sich einen einrasiert vielleicht. Mietzertatze. Muss was trinken. Das weckt den Tiger in dir. Und dir. Und dir, ja. Und Bier. Ich bin schon ganz wund mit dir. Auf allen Vieren. Ja.
Alle jetzt baut sich das auf, es gibt so eine. Mein Hotte Hü ist auf. Ginderella ist aufgestiegen. Ginderella? Was ist das? Mini-Echse! Mini-Echse! Was? Mini-Echse? Wo? Ich hab eine Mini-Echse gefunden. Ey, ich will eine Mini-Echse. Wo bist denn du? Scheiße, jetzt bin ich auf Amazon gelaufen. Einpacken! Ich hab noch nie eine Mini-Echse gesehen. Wahrscheinlich so links neben Tinder. Achso, ich wollte so wollt immer eine Mini-Echse haben. Du meinst diese komischen Dinger hier, die am Strand sind? Ja. Da drückt man dann einfach auf E, um die einzusammeln oder was? Genau. Ja. Und das geht nur bei Mini-Tieren. Genau, du musst halt Babys. Bei Jungtieren. Du wirst gerade angeknabbert, Bibi. Bäh? Bäh? Markus, muss das jetzt sein? Ja, voll der Klickstack heute hier. Hat aber ordentlich geknabbert. Tiersammeln ist echt gut. Oh, da fliegt ein Dings runter. Eine Hyäne. Habt ihr? Seid ihr? Ja, ja. Oh. Bibi, wo bist du? Gleich wieder da. Ich musste mich mal kurz verarzten, weil ich das tatsächlich mit der Echse nicht mitgekriegt hatte und die mich ganz schön angehapst hat. Gut, ich guck bloß, weil hier gefleucht, rumgefleucht. Alles gut bei dir? Jetzt wieder. Ich war kurz vor knapp. Achso, aber dann wärst du eh wieder im Lager gelandet. Dann hätte man bloß die Tiere abholen braucht. Jo, absteigen, wieder zu Hause, schnell ein Tierfleisch bauen. Juhu! Aber ihr wollt jetzt nicht heute noch den Spundenturm machen, oder? Also ich bin eigentlich kurz vor fertig. Spätestens es? Also erst 8:30, aber... Ja gut, okay, dann machen wir das nächste Mal. Na gut, dann bauen wir jetzt bloß noch den Tierfleisch schnell. Also ihr könnt ja trotzdem noch weitermachen, nur ich würde dann erst schon mal aussteigen. Ja, wir bauen jetzt den Tierfleisch und dann ist gut für heute und dann machen wir nächste Woche gleich den... Genau. So, was brauche ich denn dafür? Nehmen wir die Tiere mit rein, ja, oder? Können wir, aber hier ist eigentlich auch relativ sicher, aber können wir auch machen. 300 Stein, 400 Holz, 20... Okay, so wird es mir immer relativ sicher. 300 Stein. Ihr könnt ja auch den Claim-Tierfleisch bauen. Nee, ich habe 3 Tiere, das passt. Nee, du kriegst wohl auch 3 rein. In welchen? Den kleineren. Ja, ganz niedliche. Ja, mein Pferd nicht. Dieses hässliche Ding, oder? Der Pfosten, der am Boden steht. Genau. Wo ist denn der jetzt hin, hier? Dachecke, Treibhut, Pfosten, wo ist denn der Pfosten? Animal Look. Genau. Ja, ich hab den entwickelt das letzte Mal irgendwie. Was vorhin gemacht? Den musst du beim Zimmermann oder beim Möbelbauer. Nur beim Zimmermann musst du den bauen. Ja, ich hab den gemacht das letzte Mal. Animal Look heißt der, ne? Genau. Armor Stand? Ne, irgendwie hab ich den doch nicht gemacht, scheiße. Hä, ich hätte aber gedacht, das hätte ich. Na gut. Da musst du auf Talente gehen. Talente? Auf Überleben. Doch. Java's Taming, oder? Java's Taming, genau. Den habe ich doch. Wo ist er denn? Wo baue ich denn den? In meinem Inventar, oder? In der Werkbank des Zimmermanns musst du den bauen. Ach so, na, das erklärt's, ja. Kann ich natürlich nicht finden. So, Brüder, wir brauchen dich noch. So, da brauche ich 50 Holz. 50 Holz. 10 Eisen. Und Pflanzenfaser jede Menge. Ja, mach ich denn? Müsste glaube ich so um die 200 Pflanzenfasern sein oder sowas. Ja, 200. Will jemand Menschenfleisch haben? Danke. Ich möchte mich nicht essen. Soll das Fell dann immer gleich in die Gerberei? Ja, das kannst du reinhauen. Immer rein da. Dicke Haut und Nashornhaut. Boah, jetzt ist der wieder durstig. Hat man doch von uns erst. Penner. Musst du mal Wasser auffüllen gehen? Soll ich mal für dich Wasser holen gehen? Ich hab noch, danke. Durstig. Das ist sehr lieb von dir, aber. So. Komm, Honi, wir gehen mal die Tiere draußen züchten. Und wenn der Michael lieb ist, kriegt er eine Echse. Hm. Erstmal gucken, ob die. Erstmal gucken, ob die mächtig ist. Boah, muss sie wieder mächtig sein, ja? Ja. Na, das wird wohl eher nicht klappen.
Na, werden wir sehen. Probieren, ansonsten haben wir ein Haustier. Oh, Alter, wir haben Schwein. Es wird schon wieder dunkel. Merkst du was? Wer sich angucken will, das schöne Schauspiel. Der rote Strom zieht auf. War das nicht sowieso immer im Monat? Wir müssen es ja wissen. Ah, das Geräusper von Markus hat man gerade leider nicht gehört. Es war ein... Ja, reden wir nicht darüber. Okay, dann mache ich es halt von hier. Hier ist Weibsvolk anwesend. Hallo, schon immer. Bitte? Über sowas reden wir nicht. Wollte gerade sagen, ich bin ja der einzige Kerl. Weibsvolk kann damit umgehen. Na, die anderen sind auch Weibsvolk. Er sagt ja, das Weibsvolk kann damit umgehen. Ich bin nicht so sicher bei manchen. Ach, ich wollte gucken. Wir müssen ja Bibis Arbeitsstelle dann noch bauen. Die Weibster sind hier zum Teil sehr, sehr eigen. Was ist meine Arbeitsstelle? Ich gehe mal kurz was auf. Wie die Küche? Oder? Auf dem Turm. Oh, Entschuldigung. Oh, sagte das Weib, ey, echt. Es ist so viele Jahre Emanzipation, das machst du selber oder kaputt, ey. Weißt du, das ist hier. Also ich brauch Fleisch. Hat jemand Fleisch? Geh mal in die Herdstelle, da ist ja fertiges Fleisch. Nee, nicht fertiges, ich brauch rohes Fleisch. Achso, guck mal da rein. Ich weiß nicht, ob ich alles schon gebraten habe. Ich glaube, ich habe jetzt schon alles gebraten. Nein! Das hättest du mal vorher sagen können. Ich hätte es mal ersochen. Ja, ich habe es gerade vorhin reingepackt. Ich hatte schönes Nein, Fleisch dabei. Wo kriege ich denn jetzt Fleisch her? Soll ich nochmal gucken, gehen, ob du hier... irgendwas umbringst? Sind hier nicht irgendwo Echsen unterwegs? Echsen, ja. Könnt mir mal einen Begleiter mitnehmen eigentlich? Wo sind denn die ganzen Begleiter? Da parken hier. Na, schon die ganze Zeit nicht. Ich wusste ja nicht, wo ihr Herbert abgestellt habt. Na, Herbert stand direkt neben der Nashorn. Ja, also hier, Ich wusste ja auch nicht, wo das Nashorn stand, weil ich habe ja auch kein Nashorn dabei gehabt. Weißt du jetzt, wo es ist, oder? Pferd, nicht Nashorn. Hier liegt ja schon ein Kadaver rum. Hier ist doch schon alles fertig. Zum Abholten. Mann, wie ihr mit Rohstoffen umgeht. Gut, dass der Loot King da ist. Herbert. Hier wird einfach niedergemetzelt, weißt du? Aber nicht alles verwertet. Das kann ich ab, sag ich euch. Ich hab mir nicht getraut, alleine dort zu bleiben. Ich hab Fleisch. Danke. Aber du kannst trotzdem nur welches sammeln, wenn du möchtest. So, ich baue die Plattform schon mal. Was hat man das Schwein? War das jetzt eine Stunde, oder? Hm? Also eine halbe Stunde Sturm, eine Stunde ohne. Ungefähr. Ja, der Fleisch, Exi. Noch mehr Fleisch. Yippie, Stufe 20. Sehr schön. Ich bin jetzt schon Stufe 48. Was ist da los, ey? Oh, weißes Nashorn, ist das gut? Thomas? Ja. Kann man das reiten? Nee, ne, muss Reitborste stehen oder irgendwas. Ja, das müsst ihr ja umbauen, wenn es noch im Inventar ist, das weißt du ja. Nee, aber also brauchst du also nie jetzt hinstellen, ne? Ach scheiße, warum stehen das jetzt hier draußen? Ach so, nee, das ist hier nur an dem Flock dran. Alles gut. Nichts das passiert. Steht nur an dem Flock. Ach so. Das ist nur reingeflockt, alles gut. Denk dran, also ihr könnt euch jeweils eins jetzt rausnehmen und das ummodeln. Geil. Aber warte mal, ich guck mal wegen dem weißen Nashorn, was man da Spezielles machen kann. Dann kriegt das nämlich Bibi. Sammelst du gerade Steine, Maike? Ja, und... Hier gibt's so ein wildes graues Nashorn. Kriegsgebäude des Nashorn. Ich glaube, aus weißen Nashorn kann man gar nichts machen. Ja, dann ist es halt bloß ein weißes Nashorn. Dafür kann ich aber hinstellen. Doch, sitzt deine Schuld. Ja, aber dann kriegt Bibi das Nashorn. Ja. Nee, da kannst Michael, da machst du das Nashorn in der anderen Farbe. Und Bibi kriegt deins halt dann. Ist mir egal, könnt ihr ruhig mal annehmen. Oder Bibi macht ihr eigenes, wie du möchtest. Ja, lass Bibi ihr eigenes machen. Mir ist das total egal. Ich nehme auch einfach das Fertige. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit. Du kannst dir das gerne, das Neue, zurechtbasteln, wie du möchtest.
Also greif zu, ist drin. Ja, ja. Macht nur. Ich hab hier noch Horn, das ich nicht brauche. Ist leider keine mächtige Echse geworden. Nee, ja, aber ich will mal gucken. Ist ja nicht so schlimm. Warum kommt denn die Mucke? Wo ist denn das Viech? Ach da. Oh, ist der putzig. Bist du drin? Bist du drin? Der putzig. Die Echse hier? Ja. Na, Michael, willst du sie? Hm? Willst du sie? Der ist doch gar nicht da. Wo ist er? Draußen. Ich sammel. Fürs. Das war ich gerade, die hier vorbeigelaufen ist. Willst du diesen wunderschönen Ex haben? Und die Echse für 3,50 Euro. 3,50 Euro, 3,50 nehmen Sie diese Echse, kriegen Sie gleich Herbert dazu. Lass mal Herbert das mal stehen. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Ach, hier, das Katapult muss man ja extra bauen, ne? Ach, scheiße, ey. Ich glaube, der würde dir gefallen. Der freut sich schon auf dich. Boys, boys, boys. So, dann werde ich jetzt. Stell dir mal hier vor die Haustür. Kannst entscheiden, ob du ihn nimmst. Ja. Sonst adoptiere ich ihn. Ein Dub. Jo, Bibi, du kannst jetzt ein Nashorn aussuchen aus dem. Ja, ich würde jetzt gern ausmachen und das mache ich dann das nächste Mal. Okay. Michael kann sich noch entscheiden. Ich nehme auch gern sein altes Nashorn. Hast du gerade an der Echse vorbeigelatscht? Nee, ich. Ja. Cool. Hier ist die Echse. Hast du gehört, Kubo? Du kannst den gebrauchten Nashorn-Händler aufmachen und fertig. Okay. Exi. Ist schon süßer. Willst du sie nicht haben? Dann bitte erstmal hier. Ich will gerade einen Schutzturm bauen. Ich bin zielstrebig. Ein bisschen putzig ist die schon. Ja. Na komm, Exi, dann gehen wir. Folge mir. Komm, wir gehen ins Bett. Der will dich ja nicht. Er ist zielstrebig, hat er gesagt. Ist, die Triebock, eigentlich brauche ich noch einen Triebock. Wo baue ich denn den Triebock? Habe ich den freigeschaltet? Mit dir reden wir nicht mehr. Hier, wo baut man einen Triebock? Wen baust du? Den Triebock. Komm, Gotzi, wir gehen. Gotzi. Muss ich mal suchen. Wenn der sogar über dich drüber trampelt, dann ist er. Überlege hier. Auf ins Bett. So. So, machen wir Schluss jetzt, ne? Wir machen Schluss jetzt. Also ich. Gut. Na, dann würde ich sagen, dann machen wir den Livestream alle zusammen Schluss. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Conan Exiles Island auf Suppe. Suppe? Genau. Ich hätte jetzt Lust auf eine Suppe. So, ich bin der Michael Kuba und sage ciao, Markus. Das wieder, Anja. Bibi. Bye, bye. Diet. Salut. Und Max. Winke, winke. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wer will sagen, was die Leute machen sollen, wenn sie nichts verpassen wollen? Am gleichen Spiel, am gleichen Spiel, am gleichen Spiel. Ich weiß es. Na, Max, dann sagst du an ansonsten? Am Glöckchen spielen. Nimm mal weiter und dabei kann man sich was. Dabei kann man sich was abcutten. Zur Not. Genau. Oder rausschneiden. Kann ich auch. Das tut dann bloß ein bisschen weh. Bis zum nächsten Mal.